Herzlich willkommen, liebes Publikum hier im Studio 2 und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause vor den Bildschirmen. Zum Podiumsgespräch mit den Kandidierenden zur Bürgermeisterwahl am 10. November 2024. Mein Name ist Julia Hastadt und ich bin heute Abend Ihre Moderatorin für die Gespräche, die sich primär den Themenbereichen Wirtschaft und Politik widmen möchten. Ich freue mich, dass Sie da sind und wünsche Ihnen einen interessanten und informativen Abend. Zu Gast sind Falko Fehnders, Stefan Höppner von der SPD, Julia Krumm, Cornelia Rosentreter, parteilose Kandidatin der CDU, Peter Spanowski von der AfD, Alexander Straub und Sascha Zimmermann von der FDP. Wie Sie sicher schon erkannt haben, orientiert sich die Sitzordnung an der alphabetischen Reihenfolge der Nachnamen. Christiane Held, Kevin Sell und Mario Lenz sind abgemeldet. Das Wort Demokratie kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet Volksherrschaft. Sie haben also gleichzeitig das Glück und die Qual der Wahl bei einer so großen Auswahl. Deshalb haben Sie heute erneut die Möglichkeit, die Kandidatinnen und Kandidaten sowie ihre Ziele besser kennenzulernen. Auf die 10x10-sekündige Vorstellung werden wir heute verzichten. Gern können Sie sich die Ausführungen dazu von vergangener Woche in der Aufzeichnung ansehen. Am Ende der Veranstaltung werden Sie nach einer kleinen Pause die Möglichkeit haben, Ihre Fragen an die Kandidierenden zu stellen. Diese Veranstaltung wird gemeinschaftlich organisiert von Güstrow TV, dem Güstrower SC Abteilung Fußball sowie 10G Güstrow. Viele lernen Sie, liebe Kandidierenden, nun vor allem durch den Wahlkampf kennen. Doch wie würden Sie sich eigentlich selbst, gegebenenfalls auch außerhalb der Politik, beschreiben? Nennen Sie bitte drei Adjektive, die Sie auszeichnen. Herr Fehnders. Also ich würde mich selber und ich glaube, es beschreiben mich auch meine Freunde als agil. Das brauche ich im Beruf als positiv und als bedacht beschreiben. Herr Höppner. Praxisorientiert, lösungsorientiert und loyal. Ich würde sagen organisiert, zielstrebig und engagiert. Frau Rosentreter. Ich würde mich als zielstrebig, ausdauernd und abwägend beschreiben. Dankeschön. Herr Spanowski. Ja, ich könnte mich beschreiben mit ehrlich, bodenständig und bürgernah. Das ist mir eigentlich ganz wichtig. Danke. Herr Straub? Alexander Straub, ich bin parteilos, das wurde gerade vergessen. Ich würde mich beschreiben als offen, herzlich und direkt. Dynamisch, kommunikativ, zukunftsorientiert. Dankeschön. Vielleicht als Ergänzung, weil Sie das ansprachen, Herr Fehnders, Frau Krumm und auch die drei Abgemeldeten, alle Kandidatinnen und Kandidaten, wo ich keine Partei genannt habe, sind sozusagen parteilos und treten auch nicht für eine andere Partei an. Sie werben nun nach der 21-jährigen Amtszeit von Bürgermeister Arne Schuld, die am 28. Februar 2025 endet, um die Stimmen der Wahlberechtigten aus der Barlachstadt Güstrow sowie den zugehörigen Ortsteilen. Im Rahmen des Wahlkampfes ist Ihnen sicherlich einiges widerfahren. Ich möchte Sie darum bitten, den folgenden Satzanfang zu beenden. Und da werden wir jetzt einmal auf der Seite bei Herrn Zimmermann enden, damit Sie nicht immer als Letzter dran sind mit der Möglichkeit zu antworten. Mein schönstes Wahlkampferlebnis der letzten Woche war, dass man nicht als Politiker beschimpft worden ist, sondern dass sogar ein Bürger, als ich in einer Straße die Flyer steckte, in die Briefkästen, plötzlich mit dem Auto von hinten herannahte, parkte, ausstieg und sagte: Herr Zimmermann, meine Frau hat gerade gesehen, wie Sie bei uns den Flyer eingesteckt haben in den Briefkasten. Ich kurz überlegte, was passiert jetzt? Ich habe da mal eine Frage an Sie. Und dann haben wir uns 3-4 Minuten gut unterhalten. Und diese Bürgernähe, diese Gespräche, sonst habe ich immer nur so Sachen gehört wie: Was machen Sie da? Flyer stecken, ich schlag Sie tot, ich komme gleich raus. Also auch das erlebt man sonst. War ein schönes Erlebnis. Dankeschön. Herr Straub. Ja, Flyer stecken sicherlich. Gestern im Distelweg von 9 bis nachts um 12.
Aber das beste Erlebnis war, einer alten Dame am Rathausplatz zu helfen. Sie war nämlich leicht behindert und sie wusste nicht so richtig, wie sie sich orientieren sollte und weiterlaufen sollte Richtung Deutscher Telekom Shop. Und das war für mich ein sehr schönes Erlebnis. Danke. Herr Spanowski. Ja, also es gab gute Gespräche an den Ständen, aber eins war, ich habe ein Fotoshooting gemacht, da kommt eine Frau an, darf ich sie mal drücken? Ich war nun ganz verdattert. Ich denke, was ist denn das? Ich sage, wie bitte? Ja, darf ich sie mal drücken? Sie sehen so sympathisch aus. Ich muss immer noch ein bisschen schmunzeln. Also, sowas habe ich noch nie erlebt. Dankeschön. Frau Rosentreter. Ja, also ich hatte auch viele tolle Gespräche vorige Woche auf dem Südstadtmarkt mit den Wählerinnen und Wählern. Aber das Schönste war eigentlich, als ich morgens auf dem Weg zur Arbeit war, dann kam eine Wählerin mit dem Fahrrad an mir vorbeigefahren, sah mich, bremste scharf ab, um stehen zu bleiben und wollte sich mit mir austauschen über das, was sie in der Kochshow gesehen hat und mir noch persönliche Tipps geben. Das fand ich sehr nett. Zum Kochen oder zur Politik? Nein, die persönlichen Tipps waren wirklich persönlich und sie war sich nicht sicher, ob sie sich das trauen darf, mir das zu sagen. Aber ich habe es ihr nicht übel genommen, weil ich sie sehr angenehm empfand, okay. Dieses Gespräch. Dankeschön. Frau Krumm. Ja, ein sehr schönes Wahlkampferlebnis fand ich, dass zum Beispiel jemand meine Plakate repariert hat, die ich gar nicht kannte. Das heißt, dass es da Unterstützer gibt, mit denen ich selber nicht gerechnet habe. Wir wollten hinfahren, das selber austauschen. Und ja, ich fand es bemerkenswert, dass es auch Leute gibt, das einfach so in ihrer Freizeit machen und reparieren und natürlich auch die vielen tollen Gespräche. Dankeschön. Herr Höppner. Als SPD-Kandidat, wir wurden bisher noch nicht verhauen. Also von daher ist das positivste Ergebnis, was ich bis jetzt hatte. Wobei das eine traurige Entwicklung ist, auf allen Ebenen der Politik, was nicht so sein sollte, unabhängig welcher Partei. Ja. Teilweise nachvollziehbar, aber der Kelch ist bisher noch an mir vorbeigegangen. Also von daher. Herr Fehnders. Mein schönstes Erlebnis war, dass ich tatsächlich auch beim Flyer-Austeilen ein älterer Herr an mir vorbeigefahren ist und beide Daumen in die Höhe hob und quasi gesagt hat, dass er sich sehr freut, mich zu unterstützen. Das habe ich nicht erwartet, deswegen sehr schön. Dankeschön. Einige Sätze waren ein bisschen länger, einige ein bisschen kürzer, aber so darf es sein. Gestern wurden die Ergebnisse aus dem Glücksatlas einer Studie veröffentlicht und im Gegensatz zum Deutschlandtrend ist in Mecklenburg-Vorpommern die Lebenszufriedenheit weiter gesunken. Welche politischen Entscheidungen sehen Sie als geeignet an, damit die Bürgerinnen und Bürger Güstrows wieder glücklicher sein könnten und sich dem Negativtrend widersetzen? Mag jemand von Ihnen beginnen? Herr Fehnders. Ja, es gibt bei uns eine ganz schöne Tradition. Also ich bin ja ursprünglich, komme ich aus Ostfriesland. Und da begegnet man Leuten auf der Straße und man grüßt sich und man sagt einfach Moin. Egal, ob man sie kennt oder nicht. Und das ist, bringt tatsächlich sehr positive Stimmung. Und das sollten wir eigentlich hier einführen. Das ist nämlich eine ganz schöne Sache. Dankeschön. Herr Höppner und Frau Rosentreter hat schon den Weg zum Mikro ergriffen. Also glücklich ist ja ein sehr umfassender Begriff. Lebensqualität kann man ja auch sagen tatsächlich. Und zu diesem Thema sitzen wir heute ja hier. Ob es darum geht, Wirtschaftsförderung zu machen, dadurch eben Arbeitsplätze zu schaffen, eine Innenstadtentwicklung, die sicherlich auch zur Lebensqualität beiträgt. All das können wir heute Abend diskutieren und dafür sitzen wir hier. Dankeschön. Frau Rosentreter. Also ich würde das bestätigen wollen, was Herr Fehnders gesagt hat. Also jetzt in den Zeiten des Wahlkampfes versuche ich immer mit einem Lächeln durch die Stadt zu gehen, morgens auf dem Weg zur Arbeit, in der Mittagspause, auf dem Weg nach Hause. Und ich habe gemerkt, wenn ich die Leute anlächle, ganz bewusst anlächle, es kommt ein Lächeln zurück. Und darüber freue ich mich sehr. Also wir kennen uns dann nicht, wenn wir uns auf der Straße sehen und uns anlächeln. Aber es gibt ein Stück Zufriedenheit dann an der Stelle, wenn ich merke, da kommt eine Reaktion. Das empfinde ich als sehr angenehm. Und genau, wir sollten alle freundlicher miteinander ganz bewusst versuchen umzugehen. Weil wir haben als Güstrower keinen Grund, unglücklich zu sein. Es gibt zwar das ein oder andere Problem, das es zu lösen gibt, aber ansonsten leben wir in einer sehr lebens- und liebenswerten Stadt und das sollten wir uns eigentlich immer bewusst machen und müssen daran arbeiten, dass es allen auch wirklich wieder bewusst wird und
wir so durch die Zukunft schauen. Danke. Dankeschön. Herr Straub und dann Frau Krumm. Ja, also ihr Mecklenburger seid und auch Güstrower kein einfaches Volk. Ich bin in Bayern geboren. Aber muss auch ehrlich sagen, ich meine, wir sind 30 Jahre nach der Wiedervereinigung und ihr habt sozusagen, wenn man die Zahlen anschaut, wir haben 17.000 freies verfügbare Einkommen im Durchschnitt. Im Süden, wo die Leute so glücklich sind, haben sie 23.000, 6.000 Euro mehr. Und deswegen für mich ist es ganz wichtig, dass wir da aufholen, nicht nur in Güstrow, sondern auch für ganz Mecklenburg. Und ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Das andere, was glücklich macht, ist natürlich sauberes Wasser, niedrige Energiekosten und nicht verschmutzte Luft, die wir atmen können. Dankeschön, Frau Krumm. Ja, ich wollte auch nochmal darauf zurückkommen. Ich komme vom Dorf und bei uns ist es gang und gäbe, das wurde uns beigebracht, man sollte immer alle grüßen. Von Herrn Fehn, das ist wahrscheinlich ähnlich wie auch dort. Das finde ich sehr positiv. Aber was ich der Meinung bin, ist auch Wertschätzung fehlt mittlerweile bei uns ein wenig in vielen Bereichen, ob es teilweise im Berufsleben ist, im Vereinsleben oder auch einfach so unter den Freunden. Das wird manchmal, finde ich, ein bisschen wenig kommuniziert und da sollten wir auch nochmal besonderen Fokus drauf legen und da auch den Zusammenhalt noch weiter schüren. Dankeschön, Herr Zimmermann und dann Herr Spanowski. Ja, wurde ja schon viel gesagt, aber vielleicht die große Klammer dann Gemeinschaft und Engagement. Das heißt, nicht darüber beklagen, dass wieder ein Stück Müll liegt, sondern vielleicht eins mehr aufheben, als man potenziell wegwerfen würde. Ich denke immer, wenn jeder so ein Stück Müll aufheben würde, wäre die Stadt schon sauber morgen. Vielleicht darauf achten, wenn da einer Graffitis brüht, wenn man das denn sieht, dass man mal Halt sagt. Also als Gemeinschaft wieder empfinden. Und wenn wir das schaffen, uns als Güstrower für Güstrow zu sehen, ich glaube, dann kommen wir bei der Glücksspirale auch wieder an und beim besseren glücklichen Leben. Und das andere gehört alles dazu, natürlich Finanzen und Sicherheit, Sozial und Umwelt. Aber ich glaube, die Gemeinschaft, das müssen wir wieder leben. Dankeschön. Herr Spanowski. Genau, Gemeinschaft ist eigentlich das Wichtigste. Ich wiederhole mich jetzt aber, Herr Findes, hast du gesagt, Frau Rosentreter, gibst du Freundlichkeit, kriegst du Freundlichkeit zurück und das ist schon mal viel wert. Vielen Dank. Zufriedenheit wird, und das wurde auch in der Studie gemessen, stark dadurch gestärkt, dass man ein gutes Umfeld im beruflichen Kontext hat. Also einen Job hat, der einen ausfüllt und Freude daran hat, was man tut. Und deshalb schauen sicherlich auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung gespannt auf die Wahl. Deshalb die Frage an Sie, wie würden Sie Ihren Führungsstil beschreiben? Also worauf kann man sich in der Verwaltung einstellen, wenn Sie Bürgermeisterin oder Bürgermeister werden? Frau Rosentreter, Herr Zimmermann, Frau Krumm. Ich glaube, ich bin prädestiniert dafür, jetzt hier anzufangen. Mein Führungsstil ist kooperativ, das heißt nicht von oben herab, sondern auf einer Ebene mit der Sachbearbeitungsebene als Amtsleiterin. Das ist das, was ich lebe. Das heißt, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen ganz genau, dass sie selbst Lösungsvorschläge, Problemlösungen erarbeiten können und wir dann gemeinsam zu einer Entscheidung kommen. Dankeschön. Zimmermann. Auf Augenhöhe kommunizieren, die fachlichen Kompetenzen nutzen und dann nach außen und darauf können sich die Mitarbeiter verlassen. Ich werde nicht irgendwann mal die Schuld, wenn irgendeine Entscheidung fehlläuft, die auch woanders vorbereitet ist. Sie wird von mir verantwortet als Bürgermeister und ich stehe nach außen wie ein Schild vor meinen Mitarbeitern. Nach innen kann man immer kommunizieren, das muss man auch Fehlerkultur betreiben, kritikfähig sein, aber nach außen wird die Verwaltung durch mich vertreten und dann im Guten wie im Schlechten. Dankeschön, Frau Krumm. Ja, es wurde jetzt schon einiges... Also hört man mich, ja? Es wurde ja jetzt schon einiges gesagt, dass es auch ähnlich wie mein Führungsstil ist. Ich selber habe ja auch ein Unternehmen, ich habe schon Angestellte und da lebe ich das auch. Wir treffen Entscheidungen auch gemeinsam, man berät sich. Natürlich schlussendlich, die Schlussentscheidung treffe ich in dem Fall, aber es ist immer ein vertrauensvolles Miteinander, eine Kooperation, ein Gemeinsam. Ich bin nicht dafür, einfach nur von oben herab, sage ich jetzt mal, zu regieren, weil ich finde nicht, dass das Sinn macht, schon gar nicht in einer Verwaltung mit so vielen Leuten. Das sind ja über 200 Mitarbeiter und da sollte man auch immer ein offenes Ohr haben. Ich bin immer gerne bereit für Gespräche. Jeder hat ja auch seine Befindlichkeiten und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass da auch die Wertschätzung für neue Ideen und neue
Ansätze auch wirklich gelebt wird. Denn wie ich vorhin schon sagte, finde ich auch im Berufsleben ist natürlich Wertschätzung enorm wichtig. Dankeschön, Herr Spanowski und dann Herr Fehnders. Ja, also ich kann zuhören, das ist eigentlich auch ein wichtiger Punkt. Und jetzt hat Herr Zimmermann mir das weggenommen, auf Augenhöhe ist bei mir wichtig. Nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe. Und dann traut sich der Gegenüber auch was zu sagen. Nicht, wenn du von oben herab da irgendwie mit ihm reden willst. Dankeschön, Herr Fehnders. Genau, also ich bin auch, mein Führungsstil ist demokratisch und kooperativ, weil das habe ich in meiner beruflichen Tätigkeit gelernt und das braucht man auch heutzutage. Wir haben ja den Fachkräftemangel, der trifft auch die Verwaltung und da braucht man gerade die Wertschätzung, wir haben es schon gehört heute, wir kommen nicht drum herum und das fördere ich und ja, das ist mein Führungsstil. Herr Höppner. Für mich gilt der Führungsstil, gelobt wird vor allen, kritisiert wird unter vier Augen und das hat sich jetzt bei mir am besten bewährt und das würde auch genauso weiterlaufen. Dankeschön. Herr Straub. Ja, also als Unternehmer hatte ich große Teams zu leiten und es gibt zwei Rollen, CEO und Chairman, also Vorstandsvorsitzender oder Geschäftsführer. Und ich denke, man muss sich auf den Geschäftsführer verlassen können und die Verwaltung muss sich verlassen. Das heißt, es muss ein extrem kooperativer Prozess sein und die Mitarbeiter müssen unglaublich da hinter einem stehen und sagen, okay, wir sind loyal und wir setzen etwas durch, was bürgernah ist. Das ist nämlich das Allerwichtigste, die Bürgernähe innerhalb der ganzen Verwaltung so aufzubauen, dass jeder von euch das spüren kann, weil wir sind Dienstleister. Wir sind hier für euch da und wir geben das Geld für euch aus. Dankeschön. Jetzt, wo wir einen ersten Eindruck davon haben, wie Sie die Geschicke der Stadt leiten würden, stellt sich die Frage nach Ihren politischen Zielen und Vorhaben, gern speziell mit dem Fokus auf Wirtschaft und Politik. Und in Anlehnung, wie beim letzten Mal an 10G-Veranstaltungen, erhalten Sie nun 10x10 Sekunden Zeit, um über Ihre Ziele im Bereich der Wirtschaft und Politik für Güstrow zu sprechen. Und dann würde ich vorschlagen, Herr Fehnders, dürfen Sie beginnen. Ja, also wenn ich Bürgermeister werde, dann da möchte ich mich dafür einsetzen, dass wir bei uns langfristig unsere finanzielle Lage stabilisieren. Das möchte ich dadurch erreichen, dass mir eben eine familienfreundliche Stadtentwicklung wichtig ist, dass wir eine starke und gut ausgebaute Infrastruktur haben und dass wir dafür sorgen, dass unser lokales Gewerbe weiter gestärkt wird. Hierfür ist es unheimlich wichtig, dass wir anfangen, eine moderne und digitale Verwaltung aufzubauen, denn das spart nicht nur Kosten, es spart Zeit, was wir in unsere Herzensprojekte stecken können und es sorgt vor allem auch dafür, dass wir uns in der Außenwirkung besser repräsentieren können. Und das schafft Vertrauen in die Wirtschaftspartnerinnen und Partner. Darüber hinaus ist es unheimlich wichtig, dass wir eben die familienfreundliche Stadtentwicklung fördern. Das heißt, dass Güstrow keine Geisterstadt wird. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass hier Familien und damit auch potenzielle Arbeitskräfte sich wohlfühlen und dass dadurch schlussendlich auch die Wirtschaft gestärkt wird. Das heißt, wir müssen Spielplätze sanieren und bauen. Wir müssen dafür sorgen, dass es Jugendangebote gibt. Und das alles zusammen bietet im Endeffekt die Grundlage für eine Wissens- und Wirtschaftsbasis hier in Güstrow. Vielen Dank. Herr Höppner. In Bezug auf die Wirtschaftspolitik oder auf ja, die Wirtschaftspolitik ist es eigentlich relativ einfach. Wir haben, oder der zukünftige Bürgermeister wird zwei Stoßrichtungen haben. Das ist einmal das Thema Gewerbeansiedlung, in dem speziellen Fall Industrieentwicklung und Gewerbeentwicklung. Wir haben mehrere Gewerbe und ein Industriegebiet, was tatsächlich im Moment überhaupt noch nicht entwickelt ist, wo wir ganz viel PS auf die Straße kriegen müssen, um Unternehmen in die Stadt zu bekommen, hier anzusiedeln. Die kommen nicht von alleine. Man muss die Stadt bewerben, man muss Werbung für die Stadt machen, damit diese Unternehmen hierher kommen. Es gibt Interessenten, gerade für das Gelände Zuckerfabrik, das war nun lang genug leer und standleer. Was das Thema Politik betrifft, das Rathaus, die Verwaltung, die Aufgaben der Verwaltung werden in der Kommunalverfassung § 2 relativ eindeutig geregelt. Parteipolitik hat im Rathaus nichts zu suchen, da hat sich nichts verloren. Der Bürgermeister hat andere Aufgaben. Es ist natürlich immer gut und hilfreich, wenn man
Netzwerke hat in Richtung Schwerin und Berlin, denn da liegen die Fördertöpfe, da liegen die Fördergelder, die werden wir in Zukunft brauchen, ohne die wird es nicht gehen. Der Haushalt ist ausgeglichen, aber es sind auch keine Spielräume vorhanden. Dankeschön. Frau Krumm. Ja, wie ich ja schon gesagt hatte, bin ich Unternehmerin und somit auch Dienstleisterin, wie ca. 55% der Gewerbetreibenden in Güstrow. Daher möchte ich in der Verwaltung einen serviceorientierten Ansatz verfolgen. Die Verwaltung sollte lieber als Partner vom Bürger und auch von den Unternehmen agieren und nicht nur als regulierende Instanz. Da setze ich auf einen besseren Informationsfluss, starke Kommunikation, einen offenen Dialog, ganz nach dem Vorbild von Bad Doberan. Für mich ist Wirtschaft Chefsache, das ist ja heute auch ein Thema. Ich persönlich werde mich mit den Unternehmen zusammensetzen und auch häufig genannte Probleme, wie zum Beispiel lange Antragszeiten oder übermäßige Bürokratie, angehen. Als Ansatz könnte ein Wirtschaftsmittler zum Beispiel dienen. Das wäre zum Beispiel eine zentrale Anlaufstelle für die Unternehmen, wo dann Anträge oder Förderungen auch direkt bearbeitet werden. Die Digitalisierung wurde auch schon angesprochen. Von Prozessen ist enorm wichtig, um Verwaltungswege zu vereinfachen und auch um Kosten zu senken. Tourismus, dazu kommen wir später, gehört natürlich auch zur Wirtschaft. Warum lege ich so viel Wert auch auf die Wirtschaft? Denn Wirtschaft schafft Wohlstand und durch höhere Einnahmen, mehr Arbeitsplätze, mehr Leute, die hier wohnen, können wir natürlich auch schneller Projekte finanzieren, wie zum Beispiel Spielplätze, Begegnungsstätten, Treffpunkte für Jugendliche, das alles, was Herr Fehners vorhin auch schon angesprochen hatte, was unsere Freizeit, unser Leben nach dem stressigen Alltag mit der Familie halt gestaltet. Ein weiter zentraler Punkt ist natürlich die Sicherheit. Durch meine Gespräche habe ich auch gemerkt, dass dort die gefühlte Sicherheit hier in Güstrow leidet. Wir brauchen ein Sicherheitskonzept mit Streetworkern, Sozialarbeitern, mehr Beleuchtung, eventuell auch eine Videoüberwachung an sensiblen Orten. Das müsste geprüft werden. Dankeschön. Frau Rosentreter. Als Ruderin bin ich im Achter ganz regelmäßig, saß ich auf Schlag. Das heißt, meine Aufgabe war es, den Takt vorzugeben für die Mannschaft, auf die Mannschaft zu achten und dass wir gemeinsam zur Höchstleistung kommen. Genau so stelle ich mir eigentlich meine Aufgabe als Bürgermeisterin vor, wenn ich denn von Ihnen das Vertrauen geschenkt bekommen sollte. Ich bin als Bürgermeisterin die Ideen- und Impulsgeberin, aber ohne Mannschaft geht gar nichts. Und zur Mannschaft, die für den Bürgermeister dann auch mitarbeiten muss, gehört zuallererst die Stadtvertretung. Da weiß ich natürlich, die CDU-Fraktion als stärkste Fraktion sicher an meiner Seite, aber die Mehrheit ist damit noch nicht erreicht. Ich denke aber, dass ich mit meinen Erfahrungen aus unzähligen Sitzungen in den vergangenen Jahren es gelernt habe, verschiedene Standpunkte zusammenzubringen und zu einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen, das dann im Interesse der Stadt umgesetzt werden kann. Zur Mannschaft gehört neben der Stadtvertretung aber auch die Stadtverwaltung, gehören die Bürger der Stadt und gehören die bereits ansässigen Unternehmen hier vor Ort. Und Wirtschaft ist Chefsache, habe ich eben von Frau Krumm schon gehört. Ja, so sehe ich das auch. Als allererstes würde ich dann eine Plattform installieren, um tatsächlich den persönlichen Kontakt zwischen Bürgermeister und den ansässigen Unternehmen herzustellen, dass regelmäßig die Unternehmen die Gelegenheit haben, ihre Sorgen und Nöte, ihre Probleme zu äußern und dass man vielleicht sie nicht alle lösen kann, aber sie erst mal kennt und daran arbeiten kann, dass sie einer Lösung zugeführt werden. Und insofern, ja, dass wir dann vorwärts kommen mit den Vorstellungen, die wir gemeinsam für die Stadt haben. Vielen Dank. Herr Spanowski. Ja, ich hatte, oder es gab ja ein Kochduell, da hatte ich mich geäußert, dass ich noch vor der Wahl so einen Unternehmerstammtisch oder einen Stammtisch überhaupt machen wollte. Das habe ich umgesetzt und das soll auch in Zukunft so sein, dass man sich mit den Unternehmen zusammensetzt, Bürgersprechstunden für den Bürger direkt macht. Aber so ein Unternehmerstammtisch ist wichtig, um Ideen zu holen. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der jetzt sagt, so ich setze meine Visionen um. Wie sagt Helmut Schmidt mal, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Es kommt auf die Unternehmen an, die sollen sich hier ansiedeln, die sollen sich hier wohlfühlen und ich höre mir gerne die Ideen an. Es gibt einige Sachen, die man hier anpacken müsste, zum Beispiel die Industriebrache, LMB,
das sieht das schlimm aus und ich weiß nicht, ob da was möglich ist, müsste man mal prüfen. Zuckerfabrik, ja, ich weiß gar nicht, wie lange das schon brach liegt da. Da gab es mal Ideen, aber nichts passiert. Das muss endlich mal angepackt werden. Ja. Was die Gewerbetreibenden immer so ängstigt, die Gewerbesteuer oder hält es ein bisschen ab, sich hier anzusiedeln, aber das ist gar nicht so. Seit gestern habe ich das gelernt, wir hatten Finanzausschuss, nicht jeder muss eine Gewerbesteuer bezahlen. Ne, da gibt es bestimmte Summen, wer einen Gewinn bis zu, was waren das, 24.500 Euro hat, der braucht keine Gewerbesteuer bezahlen. Welchen Rahmen das oder wer das jetzt ist, weiß ich nicht, da stecke ich noch nicht so drin, aber die Angst kann man erstmal nehmen, vielen. Dankeschön. Politisch. Die Zeit ist um. Oh, ich wollte nur noch eins sagen. Politisch ist bei mir auch nicht, ich bin zwar AfD-Mensch, aber Politik hat im Rathaus nichts zu suchen, so wie Herr Höppner sagte. Herr Straub. Ja, also ich sehe mich als Dienstleister. Ganz grundsätzlich, ihr fühlt euch wohler, wenn mehr Geld für euch ausgegeben wird. Und wir können nicht davon ausgehen, dass in Zukunft noch die Fördertöpfe so groß sind. Die gehen nämlich zurück, rapide. Wir sprechen von der Wirtschaftswende. Wir haben große Herausforderungen, wir stehen in der Welt mehr und mehr alleine da und wir haben höhere Ausgaben für andere Dinge, die wir vorher nicht hatten. Und deswegen müssen wir uns darum kümmern, dass die 50 Millionen, die da sind für euch, das sind 1.500 Euro pro Bürger, auf 100 Millionen wachsen und dafür stehe ich. Dafür stehe ich ein, dass ich das wachsen lasse mit spannenden Ideen, die zukunftsweisend sind und die gut durchdacht sind. Und nicht einfach nur kurz mal dahin Fördergelder sind. Ja? Weil ich kann jetzt ganz viele Beispiele nennen. Ich habe einen YouTube-Kanal gemacht mit 48 Videos, wo ich mit einigen der Bürger spreche. Das könnt ihr euch alles anschauen und auch die anderen Sendungen. Aber grundsätzlich ist doch so, dieser Gedanke des Dienstleisters ist ganz wichtig. Und wo wir uns befinden in Deutschland, was für welche Anbindungen wir haben und das auszunutzen mit der Fläche, die wir schon haben. Und das ist natürlich ist das die Gewerbefläche, weil wir leben von diesen Gewerbeeinnahmen. Das ist das A und O unserer Zukunft. Wenn wir das nicht halten können und ausbauen können, dann können wir über alles andere, wie die zweifache Mutter mit 29, die am Distelweg lebt, die ich gestern getroffen habe, da brauchen wir nicht über die Spielplätze reden, weil wir haben das Geld einfach nicht dafür. Ja? Also, und jetzt habe ich mal ein paar Sachen aufgeschrieben, wie ich damit umgehen würde. Erstens, wir müssen verantwortungsbewusster umgehen. Wir müssen kommunikativ damit umgehen. Ich habe versucht, das, was wir hier machen, nach außen zu treten und viele damit einzubinden. Viele sind auf mich zugekommen, die mich aus der Vergangenheit kennen und haben gesagt, super, genial. Herr Straub. Okay, engagiert, entscheidungsfreudig, zuverlässig, gerecht, vorausschauend, kompetent und empathisch. Dankeschön. Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten dran. Danke. Herr Zimmermann. So viel ist schon gesagt. Also wir haben ja mehrere Felder, die wir haben. Das erste ist erstmal, dass wir die Gewerbe und Unternehmen hier halten müssen, die schon da sind. Das betrifft auch die Läden in der Innenstadt, die schon da sind und um ihr Überleben kämpfen. Also da müssen wir Konzepte finden. Und da geht es nicht darum, dass ich die Impulse gleich so reinsetze, also jetzt heute Nacht irgendwie mir was ausdenke, sondern dass ich mit den Leuten ins Gespräch komme als Bürgermeister. Und das ist eigentlich die zentrale Stelle. Also Moderation und dann zusammenbringen und die Netzwerke finden und dann Ideen umsetzen. Die müssen aus der Unternehmerschaft kommen und die kommen auch aus der Unternehmerschaft. Mir wurde schon zugetragen, sprich mit den Vermietern, wenn du denn Bürgermeister bist, ob die nicht Kurzzeitvermietung machen. Ehe das Ladenlokal das ganze Jahr leer ist, vielleicht ein halbes Jahr mal nutzen, dass ich mal gucken kann, ob sich ein Konzept umsetzen lässt. Vielleicht dann die Mietzahlung eben nur für das halbe Jahr statt einen Vertrag zu binden für 5 Jahre. Da muss der Bürgermeister kommunizieren, damit wir erstmal Lebendigkeit in die Stadt kriegen. Andere Unternehmen, die hier sind, die müssen natürlich an die Infrastruktur. Matter of Fact hat sich hier angesiedelt, die hatten keinen ordentlichen Stromanschluss, die hatten schon die Investitionsplanung, es stellt sich raus, die kriegen den Strom gar nicht so geliefert. Also die Infrastrukturmaßnahmen müssen da sein, das klingt dann immer so billig, aber das ist das Wichtigste, Straßenanbindung, Strom, Wasser, das muss da sein, da muss sich der Bürgermeister kümmern. Wurde auch schon gesagt, Industriegelände, andere Gewerbegebiete sind noch gar nicht entwickelt worden, da müssen wir ran. Wir haben 3 Autobahnanschlüsse, wir haben einen Bahnanschluss, wir sind also absolut zentral, wir sind vor den Toren der Stadt Rostock, wir haben einen niedrigen Gewerbesteuersatz als die Stadt Rostock, 381 ist der Hebesatz, Rostock weit über 400. Eigentlich müssten uns die Unternehmen die Bude einrennen,
Eigentlich müssten wir den Unternehmen die Türen einrennen. Der Bürgermeister müsste auf jede Messe gehen und genau mit diesen Soft Skills arbeiten und mit diesen Voraussetzungen, die wir hier haben. Wir haben Fachkräfte, wir sind eine Superstadt zum Leben. Das braucht man nämlich auch als Unternehmer, dass die Fachkräfte nicht pendeln müssen, sondern sich hier wohlfühlen. Schulen, Kindergärten etc. Also da ist noch viel. Das erste ist das Gespräch mit den Unternehmern. Unternehmerfrühstück wurde genannt. Vielen Dank. Dankeschön. Eine Sache fiel auf beim Zuhören, mehrere vielleicht auch, aber ein wesentlicher Punkt ist auf jeden Fall, dass Sie alle sehr eng mit der Wirtschaft zusammenarbeiten möchten und die Unternehmerinnen und Unternehmer mit an einen Tisch holen. Das macht vielleicht auch die Gewerbetreibenden glücklicher, ja, dann tun wir auch gleich wieder was für gute Arbeitsplätze und vielleicht auch die Lebenszufriedenheit der Menschen in Güstrow. Herr Spanowski, Sie haben gesagt, Sie haben schon Unternehmertreffen gemacht. Wie haben Sie das initiiert? Auf welche Weise haben Sie eingeladen? Waren da alle Güstrower Unternehmen eingeladen? War das erstmal eine kleine Runde? Und was war da Ihr Konzept? War das ein Frühstück, ein Bier, etwas völlig anderes? Eingeladen wurden viele Unternehmen. Ich weiß, ich kann jetzt gar nicht sagen, ich glaube 60 Unternehmen. Oder hat eine Freundin gemacht. Es gab bloß ein Problem, wie das immer so ist mit der AfD, das will keiner machen. Da gab es ein Lokal, wo wir es machen wollten, dann wurde kurzfristig abgesagt und innerhalb von 5 Tagen mussten wir eine andere Location suchen, hatten wir dann auch gefunden. Es waren 25 Leute ungefähr da, für den Anfang nicht schlecht, es gibt natürlich, ist noch ausbaufähig, aber wie gesagt, das war jetzt eine persönliche Einladung für die einzelnen Unternehmer. Mhm. Es hatten mehr zugesagt, nachher sind wieder welche nicht gekommen, warum auch immer. Aber es war ein Anfang und ich denke mal von Anfang, das war mit 25 nicht schlecht. Dankeschön. Herr Zimmermann sprach es an, das Unternehmerfrühstück, das gab es ja schon mal im Rathaus, fand dann nicht mehr statt. Wäre das etwas, was Sie wieder einführen würden oder würden Unbedingt. Sie sogar an ein anderes Format denken? Das Format kann man drüber nachdenken. Es geht ja Frühstück, Mittag, das geht ja nicht darum, dass sich da einer satt ist. Man will ins Gespräch kommen und da muss man die Beteiligten ranholen. Und hier sitzen ja auch ein paar Unternehmer, habe ich gesehen. Ich habe mich auch mit 2, 3 unterhalten. Natürlich sind die weichen Standortfaktoren ganz wichtig. Da kann die Stadt ja was machen. Kita, Schulen, ich wiederhole es nochmal. Wohnqualität, Lebensqualität, um die Fachkräfte zu binden. Die Schulbildung, da haben wir, wissen wir alle, dass der Fachkräftemangel schon in der Schulbildung anfängt, wenn die unzureichend ist. Da muss man wirklich gucken, was man als Stadt kann. Und ansonsten gehört es wieder, wurde ja schon gesagt, so alt, ausgelutschtes Thema, aber Chefsache, Wirtschaft ist Chefsache, das heißt, der Chef, der Bürgermeister muss auf die Messen, der muss zur IHK Rostock, der muss zur Handwerkskammer, der muss einen Gastbeitrag schreiben und der muss nochmal Güstrow bewerben als Standort. Wir sind in Konkurrenz zu anderen Städten und wir haben beste Voraussetzungen, die müssen wir nur vermarkten und nutzen und dafür werben und da müssen wir ran. Dankeschön, Herr Fehnders. Genau, also ich stimme dir da voll zu, Sascha, ich duze dich jetzt mal. Wir haben uns auch in der Stadt getroffen, vertragen. Ja, ja. Das ist gut zu wissen. Ich hoffe, Sie vertragen sich alle. Doch. Also ich sehe es auf jeden Fall auch so. Ne? Weiche Standortfaktoren definitiv. Und trotzdem müssen wir dafür sorgen, dass wir repräsentabel werden. Und das fängt leider ganz oft schon mit der Internetseite an. Das klingt ganz banal, aber es ist einfach so, dass wenn man sich bei großen mittelständischen Unternehmen positiv bewerten möchte oder bewerben möchte, dann ist der erste Blick auf die Internetseite. Und da wird man feststellen, dass die einfach nicht gut ist. Herr Höppner, Sie haben ja eben auch schon in Ihrer Anrede gesagt, dass man ein Netzwerk braucht und auch wissen muss, mit wem man agiert, um möglicherweise dann auch an Fördertöpfe zu kommen. Was für ein Netzwerk bringen Sie dann mit, auch um mit Wirtschaftsunternehmen zu agieren? Also ich würde es gerne in 2 Teile jetzt aufteilen. Ich hatte einmal mich kurz noch mal gemeldet zu dem Thema. Wirtschaftsstammtisch ist extrem wichtig. Der Bürgermeister sollte immer also hauptsächliches Interesse daran haben, der Wirtschaft das Ohr zu leihen. Die Unternehmer in der Stadt leisten mit dem Gewerbebeitrag, mit den Gewerbesteuern einfach einen beträchtlichen Anteil zum Haushalt. Und fehlende Gewerbesteuer, fehlende Gewerbeeinnahmen werden nicht kompensiert. Das heißt, wir müssen zwingend uns darum kümmern, dass wir mehr Unternehmen, seien es kleine Unternehmen in der Innenstadt oder größere Industrieansiedlungen, Gewerbeunternehmen, hier in die Stadt bekommen. Wir brauchen sie einfach. Sonst können wir das, was wir vorhaben, nicht finanzieren mit eigenen Mitteln. Wird es halt einfach nur schwierig. Das heißt, da muss definitiv was passieren.
Das zweite Thema ist, darauf möchte ich jetzt kurz eingehen, noch, zumindest für die nächsten 2 Jahre, sitzt in Schwerin und Berlin, meines Wissens, Berlin wissen wir nicht, aber zumindest in Schwerin noch ein bisschen länger die SPD. Und das ist einfach das Netzwerk, was ich nutze, weil dort sitzen die Fördertöpfe. Das ist relativ einfach. Dankeschön. Frau Krumm hatte sich schon gemeldet und dann Herr Straub. Ja, ich, wie Sie ja wissen, bin ich Unternehmerin in Güstrow und ich kenne natürlich auch die Sorgen und Nöte daher ganz gut. Und eins hat Herr Fehnders tatsächlich schon direkt auch angesprochen, das ist die Website. Selbst wenn man sich informieren möchte, Formulare, Anträge, was auch immer, es ist sehr, sehr schwierig, sehr undurchsichtig. Ich habe mir letztens die Website von der Stadt Leipzig angeguckt. Super aufgebaut, übersichtlich, alle verschiedenen Ämter sind aufgelistet. Aber nicht nur das. Viele Unternehmer, da habe ich ein gutes Netzwerk, man kennt sich untereinander, beklagen auch teilweise diese langen die langen Antragszeiten, die Bürokratie, dass ihnen da nicht geholfen wird. Es sind die Zuständigkeiten manchmal nicht klar, deswegen bin ich da auch mit dem Wirtschaftsmittler auf die Idee gekommen. Weiterhin nochmal zur Infrastruktur, was Herr Zimmermann vorhin angesprochen hat, da hat er in den meisten Punkten allen recht. Und was auch wirklich nicht stattgefunden hat, oder wo wir viel zu spät waren, ist der Breitbandausbau. Hier in der Glasewitzer Burg, hier in dem Gewerbegebiet gibt es keinen richtigen Internetanschluss. Die Unternehmen erleiden dadurch einen Wettbewerbsnachteil, der ganz verheerende Auswirkungen hat. Und auch für die Ansiedlung neuer Unternehmen sind solche zukunftsweisenden Sachen wie Internet, was nun mal nicht mehr wegzudenken ist, einfach ja, notwendig. Herr Straub und dann Frau Rosentreter. Ja, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich bin 2016 hierher gezogen mit einem Unternehmen aus London und bin über Schwerin gegangen. Da hat niemand in Schwerin Güstrow erwähnt. Und hätte ich hierher kommen sollen und über dem Vermiller meine Mitarbeiter hinsetzen sollen? Nein. Was haben die mir gezeigt? Das Forschungs- oder Zentrum in Wismar an der Wasserkante. Rostock. Das waren die einzigen 2 Orte, die ich angefahren habe. Obwohl ich hier schon seit 2004 selbst Bürger der Stadt Güstrow bin. Das heißt, diese SPD und die Schwesig und alle diese Sachen komplett unrelevant. Die Parteien bröckeln, wir können uns da nicht drauf verlassen und es ist auch nicht Status Quo. Ihr müsst es wirklich mal verstehen. Es ist nicht Status Quo, sondern es ist nach vorne schauen. Ja? Und die Beispiele, die man bringen muss, man muss die Leute doch durch eine Persönlichkeit anziehen. Ja? Und nicht irgendwie das, was wir haben, natürlich müssen wir das fördern, aber wir müssen weiter, vorwärts. Ja? Und was ist das? Ich habe ein paar Beispiele gesagt, aber zum Beispiel ein Rechenzentrum für Artificial Intelligence. Wir haben extrem viel Strom hier. In Lubmin werden 600 Megawatt Wasserstoff gebaut, das in die Pipeline reingeht. Ja? Wasserstoffbusse, nein. Nein, die Stadtwerke sind falsch aufgestellt. Sie haben nicht die falschen Leitungen. Wir haben ins Falsche investiert. Nur wegen Fördergeldern. Diese Busse, in der Amtszeit dieses Bürgermeisters werden diese Busse abgeschafft. Und dann werden wir uns darauf konzentrieren, die Kupferleitung zu legen, dass wir eine Batterie, weil die haben nämlich dreifach so hohe Kosten im Betrieb. Das hat ihnen niemand erzählt. Die Betriebskosten sind immens. Und da muss man vorausschauen und da muss man jemanden haben, der Verstand hat, als Bürgermeister. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also. Dankeschön. Bevor ich an Frau Rosentreter übergebe, wünsche ich mir aber bitte, egal was wir von Parteien oder Personen halten, dass wenn wir von Personen sprechen, nicht über Sachen reden, sondern es sind Personen, die ihren Job machen, gut oder schlecht, aber ich finde es nicht gut, sie zu versachlichen. Und das möchte ich an dieser Stelle bitte einmal betonen. Frau Rosentreter. Ja, und ich möchte nur ganz am Anfang mal kurz den Hinweis geben, nicht für alles ist der Bürgermeister zuständig, wovon Herr Straub gerade gesprochen hat. Aber die Internetseite, richtig, die ist ziemlich alt, die ist veraltet. Wir haben es erkannt, der Auftrag ist bereits ausgelöst, gemeinsam mit dem Tourismusverein eine gemeinsame Homepage zu erarbeiten. Also ja, Sie haben recht, wir arbeiten dran. Was ich aber noch anfügen möchte, ist, dass ich keineswegs nur auf die neu anzusiedelnden Unternehmen reflektieren möchte, so wie das meine Vorredner getan haben. Ich möchte meine Wertschätzung zuallererst den bereits ansässigen Unternehmen entgegenbringen, denn die sind hier und
deren Arbeit muss unterstützt werden, dass sie weiterhin ihre Leistungen hier im Interesse der Stadt erbringen können. Also wir dürfen uns nicht ausschließlich auf Messen herumtreiben und darum suchen, neue Unternehmen anzusiedeln. Ja, das ist auch wichtig, aber die Unternehmen, die bereits da sind, die müssen in ihrer Arbeit unterstützt werden, indem sie ein Ohr direkt in der Verwaltung haben und vom Bürgermeister wahrgenommen werden. Und insofern wäre das für mich das Wichtigste zuallererst. Dankeschön. Die Homepage wurde jetzt viel kritisiert. Kann ich nachvollziehen. Bei meinen Recherchen ging mir das ähnlich, aber eine Sache habe ich tatsächlich gefunden und es wurde schon angesprochen, und zwar der Gewerbesteuersatz, der natürlich irgendwie von großer Bedeutung ist für die Stadt, weil es eine wichtige Einnahmequelle ist. Ich habe mal nachgeschaut, Gewerbesteuerhebesatz der Stadt Güstrow liegt bei 340%. Damit liegen wir dann Kritik jetzt an die Stadt und die Homepage. Bitte um Korrektur an die Verantwortlichen für die Homepage der Stadt Güstrow. Aber unabhängig davon kann man sagen, und das ist doch deutlich signifikant, es ist niedriger als in Städten wie Wismar oder Rostock. Gleichzeitig, wenn man MV betrachtet, ist es im guten Durchschnittsmittelmaß. So, aber das ist jetzt da tatsächlich die Frage, weil ja letzten Endes die Gewerbesteuer Geld bringt, Pachtzinsen, ähnliches Thema. Wie sieht das aus? Sollen diese Bereiche auf dem aktuellen Niveau bleiben oder sagen Sie auch, okay, das ist etwas, wo man vielleicht rangehen müsste? Herr Zimmermann. Also, der Bauer würde sagen, wenn ich die Kuh totmelke, habe ich auch nicht mehr Milch. Also, das muss man immer so sagen. Die Schwierigkeit ist natürlich, gerade beim Gewerbesteuersatz, wenn wir den zu niedrig ansetzen, werden wir bestraft, indem wir geringere Schlüsselzuweisung kriegen. Das ist immer so das Problem dabei. Aber nochmal, wir haben im Vergleich zu anderen großen Städten, gerade die in der Nähe sind, Rostock und Co., noch einen vergleichsweise niedrigen, nicht den niedrigsten hier in der Umgebung. Aber von erhöhen halte ich hier gar nichts, sondern so niedrig wie möglich halten, was rechtlich geht. Und dann lieber mehr Unternehmen ansiedeln, die dann zahlen. Und in der Summe wird es dann mehr, als wenn wir jetzt die Kühe, die wir haben, totmelken. Ein Satz dazu. Und dann Frau Krumm. Briefkastenfirmen sind in Zehner, weil Zehner hat den niedrigsten Hebesatz. Und jeder in Wismar oder in einer Accountingfirma sagt ihnen, machen Sie Ihre Firma hin. Krieger, alle. Da müssen wir uns nichts vormachen, da können wir nicht, keine Chance. Da haben wir keine Chance gegen Zehner. Fahrt da einfach hin und guckt, wie viele Briefkastenfirmen da sind. Frau Krumm und dann Herr Höppner. Ich sehe das ähnlich wie Herr Zimmermann. Die 381% sind ein gutes Mittelmaß. Wir sollten auf jeden Fall darauf achten, dass es nicht höher wird, weil wir sind eine wirtschaftsschwache Region. Wir wollen neue Unternehmen ansiedeln. Und wenn wir irgendwann in die Spirale kommen sollten, dass wir immer nur noch erhöhen müssen, um den Haushalt auszugleichen, dann wird es nachher eine komplette Abwanderung geben. Keine neuen Unternehmen möchten sich mehr ansiedeln. Und in diese Falle dürfen wir auf keinen Fall tappen. Daher ist es umso wichtiger, Infrastruktur, lebenswerte Stadt zu fertigen. Ja, Herr Strauf? Ich bin soweit durch. Nein, kleinen Moment. Erstmal ist Herr Höppner dran. Der hatte schon seine Hand erhoben und danach Herr Fehnders. Ja, also ganz kurz nur, für die Wasserstoffbusse der Rebus können die Stadtwerke zum einfach mal nichts. Da sind wir mal nicht dran schuld. Das hat die Rebus alleine verzapft tatsächlich. Aber auch das ist nur mit Fördermitteln gegangen und ich gehe ganz stark davon aus, dass sich der dortige Geschäftsführer ganz viel Gedanken darüber gemacht hat. Sonst hätte er die Fördermittel noch nicht durchbekommen. Zehner interessiert mich nicht. Ich bin Güstrower und mich interessiert Güstrow. Und der Hebesteuersatz, den wir in Güstrow haben, der ist völlig in Ordnung, weil da bin ich ganz bei Sascha Zimmermann. Wir müssen schauen, dass wir Rostock oder Wismar, dass wir dort Unternehmen rüberkriegen. Wir können uns nicht mit der Welt messen. Das ist in meinen Träumen, stelle ich mir das auch vor, aber das ist nicht die Realität. Dankeschön, Herr Fehnders und dann Herr Strauch. Genau, so einmal, wir haben ja nicht nur die Gewerbesteuer, wir haben ja auch die Einkommensteuer und die Umsatzsteuer. Die machen mindestens den gleichen Wert aus für unsere Einnahmen. Und sonst, was ich auch schon versucht habe zu sagen, wir müssen tatsächlich nachhaltig, und da stimme ich Herr Straub tatsächlich ein bisschen zu, ne? Also wir müssen natürlich ein bisschen zukunftsorientierter denken. Also wir müssen, deswegen sage ich, Familien hierher bringen, weil die machen nämlich 90% der Unternehmen aus eigentlich und erwirtschaften 50% des gesamten Umsatzes in Deutschland. So. Und wenn wir es schaffen, dass sich hier Unternehmen ansiedeln, also
sozusagen Familienunternehmen, denn die sind meistens Weltmarktführer. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das sind manchmal in kleinen Gemeinden sind wirklich Weltmarktführer, die allen was vormachen. So, und das ist eigentlich, wo wir hin müssen. Das müssen wir stärken. Und da müssen wir, stehen wir in Konkurrenz mit ganz ähnlichen Gemeinden. Ich weiß nicht, ob Sie Leimen kennen. Ne? Das ist, ist ein perfektes Beispiel. Die haben ihre komplette Verwaltung digitalisiert oder sind auch noch dabei. Die treten so positiv auf bei allen Wirtschaftsunternehmen. Also das ist nur so als Beispiel. Da müssen wir uns eigentlich orientieren. Gleiche Größe, gleiche Infrastruktur. Also das sind eigentlich die Vorbilder, die wir suchen müssen. Ne? Und dann müssen wir eigentlich von denen nur kopieren und vielleicht auf unsere Bedürfnisse anpassen. Und dann sind wir auf einem guten Weg, meines Erachtens. Dankeschön. Herr Straub? Oh je, es sind so viele Sachen, aber wo soll ich da anfangen? Also natürlich die Mitarbeiter, 2016 waren die alle in Wismar dann. Die Leute verdienen heute so viel Geld, das können Sie sich gar nicht vorstellen, weil das nämlich sich weiterentwickelt hat, sozusagen die Bilderkennung. Ja? Und die Leute können überall wohnen. Natürlich wäre das toll gewesen. Schwerin hat es gefördert über einen Venture Capital Fonds. Ich meine, ich kann so viele Geschichten erzählen. Es gibt einen Demin zum Beispiel, einen jungen Mann, der eine Musik-App macht, mit der man Musik spielen kann. Er hat eine Applikation und er wächst. Es gibt so viele tolle Beispiele, aber man muss wirklich das in Güstrow bündeln und es nach außen tragen. Ich weiß nicht, also es gibt schöne Dinge in unserer Stadt und unserer Umgebung. Ich möchte nicht mit den Briefkastenfirmen in Zena konkurrieren. Das sind alles irgendwelche Windkraftbetreiber. Ja, die können wir nicht hierher holen. Aber man muss auch ein bisschen nachdenken. Die 30 Hektar, die wir haben, ist, glaube ich, das, was man wirklich drüber nachdenken muss. Ich habe euch so ein bisschen was in der letzten Runde reingeschmissen. Machen wir so eine Welle. Guck mal, das Beispiel war, da haben alle den Kopf geschüttelt und dann kam jetzt die aus Warnemünde. Die haben gesagt, die haben Kreuzfahrtschiffe und die haben gesagt, Mann, das ist eine tolle Idee. Dann habe ich nachgeschaut, das sind 2 Hektar, die wir davon brauchen. Ja. Wir haben Strom, wir können das wirklich machen. Herr Straub, ob man es wirklich umsetzt, keine das Ahnung. Das ist eine perfekte Überleitung, vielen Dank. Aber lassen Sie mich doch kurz erstmal dahin führen. Sie reden von 30 Hektar und vielleicht sitzen hier aber auch Personen im Raum, die im Moment gar nicht genau konkret wissen, worum es eigentlich geht. Dann machen wir es jetzt konkret, wie wir Unternehmen anwerben möchten oder was für Unternehmen und Firmen vielleicht in Frage kämen. Es geht, und darüber reden wir ja letzten Endes, um das Gelände der alten Zuckerfabrik. Es ist tatsächlich ein besonderes Gelände, weil circa 30 Hektar tatsächlich voll nutzbar beplant sind. Das heißt, es könnte da relativ schnell agiert werden. Notwendigkeit wäre sicherlich, dass man vielleicht erstmal 4 bis 5 Firmen hätten, die sagen würden, was ist ihr Ziel, was ist ihr Komplex, damit man auch entsprechend Straßen und Wege so anlegen kann, damit das dann auch ideal mit dem bereits vorhandenen Gleisanschluss auch koordiniert werden kann. Also das heißt, das wären jetzt so wichtige Punkte, zu wissen, was für Unternehmen siedeln sich an, damit es losgehen könnte. Das heißt, es ist theoretisch ein Goldstück, aber obwohl es das mit in Mecklenburg-Vorpommern zu eines der größten beplanten Gelände gilt, die genutzt werden könnten, fehlen anscheinend noch die richtigen Firmen und Unternehmen. Was sind Ihre vielleicht auch Visionen? Dazu gibt es Ideen, konkrete Vorstellungen, wie dieses beplante Gelände nun mit Leben erweckt werden kann. Herr Höppner möchte beginnen und Frau Rosentreter signalisiert bereits auch ihr Interesse. Also in erster Linie muss man sich ja erstmal mit den Firmen, die hier waren, zusammensetzen. Und Terminangebote gab es von verschiedensten Stellen mit unterschiedlichen Branchen, die schon hin wollten oder die schon Interesse gezeigt haben an diesem Gebiet. Man muss die Firmen einfach fragen, was sie brauchen. Das ist immer der erste Weg. Man muss ins Gespräch mit ihnen kommen, man muss sich hinsetzen und das zusammen mit diesen Unternehmen dann entwickeln, damit sie auch sehen, dass zum einen die Stadt Interesse hat, aber dass sie dann auch mit einem vernünftigen Zeitplan hierher kommen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das haben wir in der Vergangenheit nicht gemacht und da müssen wir auf jeden Fall hin. Wäre Ihre Idee, entschuldigen Sie, die kurze Nachfrage, eher auf die Unternehmen zu warten und vor Ort ins Gespräch zu kommen oder vielleicht sogar in eine Image-Offensive zu gehen und dieses Gelände zu bewerben? Nein, in Offensive natürlich. Also kommt ja keiner von alleine her. Mhm. Also das funktioniert nicht. Okay. Frau Rosentreter? Die Offensive läuft bereits und sie zeitigt insofern Erfolge, dass wir bereits Gespräche führen in der Verwaltung mit verschiedenen Unternehmen, die aber noch nicht so weit gediehen sind, dass es ein
einen konkreten Bewerber jetzt gibt, mit denen wir in Kaufvertragsverhandlungen sind. Aber unsere Netzwerke laufen über die Wirtschaftsförderung des Landkreises, über das Wirtschaftsministerium, über den Bundestagsabgeordneten. Also da gibt es wirklich ein großes Netzwerk, regelmäßige Gespräche auch mit der Wirtschaftsförderung und da haben wir ein Logistikunternehmen, das einen Fragenkatalog jetzt beantworten muss. Es geht um ein Industrieunternehmen mit hochwertigen Arbeitsplätzen, wo wir Stand heute unter den letzten zwei Standorten wären, um die Sie sich bemühen. Also es geht darum, hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen, also nicht... Kann sich die Stadt erlauben, wählerisch zu sein, ja, an der Stelle? Ja, wir sollten uns das erlauben mit dem Grundstück, das wir dort haben. Sollten wir uns erlauben, wählerisch zu sein und es nicht irgendwie zu schnell aus der Hand zu geben für zu wenig. Also wenn es sich abzeichnet, dass es auf längere Zeit tatsächlich nicht funktioniert, dann wäre ich eher für eine Verpachtung zwischenzeitlich, um eine Zwischenlösung zu schaffen, also nicht gleich ein Verkauf von Flächen, wenn es uns nicht zufriedenstellt. Also wir sind in der Erarbeitung auch einer Satzung, nach der man so ein Abwägungskriterien aufstellt, wonach man die Unternehmen, die sich um solch ein Grundstück bemühen, bewerten kann anhand dessen, was das Unternehmen mitbringt. Ich sag mal Arbeitsplätze, Innovativität, also verschiedene Kriterien, die man dann abgleichen kann und dass man dann auch verschiedene Unternehmen bewerten kann. Dankeschön. Frau Krumm, ich habe Ihre Meldung gesehen. Ich würde nur einmal ganz kurz Herrn Zimmermann fragen. Er hat so tief Luft geholt. War das Zustimmung, Ablehnung, ein Hadern mit der Situation? Wir sollten natürlich immer Rahmenbedingungen, Schwerlastverkehr, Umweltbedingungen, das muss man alles abwägen, das ist auch alles richtig. Aber wenn wir stundenlang und jahrelang immer nur abwägen und dann kommt nichts, dann haben wir auch nichts gewonnen. Also man kann sich auch tot abwägen. Das ist halt dieser schmale Grat und da wünsche ich mir ein bisschen mehr Aktivität tatsächlich in die dann vom Bürgermeister, von der Verwaltungsspitze. Und die Verwaltung, glaube ich, macht da auch ganz gut mit, dann die Mitarbeiter, dass wir da halt sehen, dass wir vorankommen. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir uns diesen Luxus, das hatten Sie schon angedeutet, leisten können, zu sagen, du bist ein Unternehmen, was wir gerne hätten, du bist kein Unternehmen, was wir gerne hätten und dann kommt gar keiner. Also das ist ja eine Luxusdebatte, die brauchen wir nicht immer führen. Ich wünsche mir eine Leistungsorientiertheit wie bei der Barmer, die ja ihr Abrechnungszentrum da am Bahnhof gebaut hat. Ja, das war ein bisschen Erpressung, die hat gesagt, entweder dahin oder gar nicht. Wir hatten andere Standorte angeboten als Stadt. Die haben aber gesagt, hierhin oder gar nicht, weil wir die Anbindung brauchen an den Zug. Und da haben wir dann als Stadtvertretung auch in Anführungszeichen Zähneknirschen gesagt, ja, dann komm. Das meine ich damit, dass man eher sagt, komm her, wir laden dich ein, such dir den Standort aus und mach was draus. Da haben wir mehr gewonnen, als wenn wir dann nur uns tot abwägen und sagen, wir als Verwaltung wünschen uns aber das und das. Also das, muss ich sagen, ist für mich ein falscher Ansatz. Dankeschön. Frau Krumm. Ja, Herr Zimmermann hat einige Sachen vorweggenommen, sage ich jetzt mal, ich bin da auch seiner Meinung. Aber was er auch noch eine schöne Überleitung gemacht hat, war die Aktivität. Ich habe gerade gesehen, der Herr Mayer, unser Wirtschaftsminister, ist in die Schweiz gefahren auf Investorentreffen und Meetings. Und genau solche Sachen oder bei solchen Sachen könnten wir uns auch einfach anschließen und vielleicht entweder mitfahren oder da weiter in den Kontakt treten. Die Schweiz ist eine Investor, sage ich jetzt mal, der bei uns im Landkreis oder in Mecklenburg grundsätzlich ganz gerne investiert. Nestle, Ypsomed, Medizintechnik und so weiter. Und wenn wir da schon Grundlagen haben oder Brücken haben, könnten wir uns auch einfach einmal anschließen und da auch eine Wertschöpfung draus ziehen für Güstrow. Dankeschön. Herr Fehnders und dann Herr Höppner. Also ich glaube, die Schweizer, die würden lieber in Görlitz investieren, weil es direkt an der polnischen Grenze ist. Und da haben sie nämlich ein breites Angebot an Arbeitskräften. Also da gibt es ja Pharmaindustrien noch und nöcher. Und die machen genau aus diesem Grund, weil da gibt es nämlich ein großes Angebot an toller Infrastruktur und Arbeitskräften. Ich wiederhole mich leider. Was ich eigentlich sagen wollte, das Problem ist natürlich, wenn wir uns der Wirtschaft zu sehr anbiedern, ne, und ich sage das jetzt deswegen ein bisschen negativ, weil da haben wir nämlich das große Problem, dass wir im Zweifel ja auch schlechter dastehen. Also die können ja alles fordern. Die können sagen, wir machen 5 Jahre lang, bauen wir da einen riesen Industriekomplex auf den Zuckerfabrik. So, und dann sagen sie nach 3 Jahren, wir brechen das jetzt ab oder ihr zahlt uns
20% eurer späteren Einnahmen. Dann würde jeder sagen, okay, wir nehmen dieses Angebot an, wir zahlen die 20%. Und das ist dieser Spielball, in dem man sich dann befindet, das ist natürlich ein Problem. So, deswegen, ich bin zwar per se dabei, dass man sich auf jeden Fall mit vielen Wirtschaftsunternehmen zusammensetzen muss, wird das einfach die Aufgabe, das sehe ich so wie Sascha, da muss man einfach hinterher sein. Allerdings bin ich ein bisschen kritisch, nicht um jeden Preis. Herr Höppner. Also Zeit ist genau das, was wir nicht haben. Zuckerfabrik ist ein Gelände. Man mag auch gerne mal nach Rüvertannen schauen und das Gewerbegebiet Rüvertannen, das zerfällt zusehends. Das gehört nicht der Stadt. Da sind die ersten Schritte aber getan worden, dass zumindest ein Teil zurückgekauft wurde. Immerhin, das ist gut, das ist die richtige Entwicklung. Die Wahl zwischen unterschiedlichen Unternehmen, ich glaube, so weit sind wir nicht. Also wenn wir die hätten, wäre es prima, aber die Wahl haben wir tatsächlich nicht. Und die sich hier mittlerweile dann noch, muss man ja sagen, hertrauen und mit uns sprechen, die sollte man ernst nehmen oder sollte man Verhandlungen weitermachen. Ein kleines Beispiel, warum wir die Zeit nicht haben. Zuckerfabrikgelände, die Zuckerfabrik verschwand. Das Gelände wurde beräumt für viele Millionen Euro. Es war ein perfektes Gelände, Industriegebiet mit der Bahnanbindung. Mittlerweile haben wir 3 Biotope drauf, die ich nicht runterbekomme. Das heißt, die Beplanung ist weitaus schwieriger geworden. Ich habe Verlust an Land dort. Ich kann nicht mehr alles anbieten. Je mehr Zeit wir dort verlieren, je schwieriger wird es einfach, dieses Gebiet nachher nochmal zu vermarkten. Das ist einfach so. Dankeschön. Herr Zimmermann hatte sich nochmal gemeldet. Herr Zimmermann hat aber gerade schon ganz bekundet, schnell. Also der Staat ist nicht der bessere Unternehmer, das muss man einfach sagen. Und beim Unternehmen gehört auch mal Scheitern dazu. Also wenn wir skeptisch sind, lass das Unternehmen investieren, wenn die Investition sich da nicht rentiert, ja, das gehört dazu, weil sonst passiert auch keine Innovation. Da muss man ganz deutliche Worte auch sprechen. Auch wenn man dann immer bedauert, oh, eine Ruine, und es ist schiefgelaufen. Ja, das ist das Risiko. Und ich mag ja, Alexander habe ich jetzt kennengelernt mit seinen manchmal flausigen Idee, ich hatte es dir mal anders formuliert, aber auch Otto Lilienthal wurde belächelt, als er fliegen wollte, und Da Vinci wurde belächelt, weil er irgendwas gemacht hat und erfunden hat. Lasst uns doch Innovationen fördern, Ideen fördern, lasst sie doch mal spinnen, dann lasst doch mal 2 Hektar dafür die Welle probieren, wer den Investoren bringt. Das Erste, was ich machen würde, mich mit Alexander hinsetzen und mal gucken, was man von den für uns vielleicht auch manchmal überfordernden Ideen umsetzen kann, und dann kommen wir als Güstrow voran und deshalb nicht verhindern, sondern wirklich vorangehen. Also 3 Sachen. Einmal, das war ja irgendwie so reingeworfen mit dieser Welle, aber was wir wirklich brauchen, ist ein Ausbau. Das heißt, das war nicht ernst gemeint. Das ist absolut ernst gemeint. Und ich sage jetzt, was ich, guck, es ist nicht Autobahnanschluss oder sowas. Es gibt hier ein Netzwerk, das ist ein Dark Fiber Network, das liegt in der Ostsee. Es geht hier entlang, das geht auch über Rügen, entlang der ganzen Ostsee. Das sind die Autobahnen, die wir brauchen. Wir brauchen hier an diesem Gelände das Kabel, was schon ganz weit in Rostock oben liegt, ja, hierher gelegt, Dark Fiber, weil ich kann euch sagen, was passieren wird. Wir brauchen keine Rechenzentren, die Netflix und YouTube-Videos in die Städte reinstreamen, sondern wir brauchen in Zukunft riesige Rechenzentren, um die Large Language Models zu rechnen. Und die müssen dort sein, wo die Energie ist. Und wir werden hier Wind ausbauen, unendlich. Und wir haben ein Umspannwerk, das ist auch nicht so weit. Wir müssen da in die Zukunft investieren, dass wir der Standort werden für ein solches Rechenzentrum. Und ich sage euch warum. A, 50.000 Euro pro Quadratmeter Baukosten pro Quadratmeter. Das ist wie ein Atomkraftwerk gesichert. Zweites, extrem viel Energieverbrauch und extrem viel Abwärme. Was bespeicht man mit dieser Abwärme? Ein Surfpark. Eine Surfwelle, wo dann die Leute von irgendwie vom Kreuzfahrtschiff, die Omis kommen, die Omis gehen nach Bad Doberan ins Kloster und die Enkel gehen surfen. Ja? Das ist genau passiert, nachdem ich das gesagt hatte beim letzten Mal, hat sich jemand bei mir gemeldet und hat gesagt, hey, das ist eine tolle Idee, ich bin in der Kreuzfahrtindustrie. Aber das ist das doch nicht auf einer Webseite. Webseite haben wir vor 20 Jahren, wurden Webseiten entwickelt. Die einzigen, die noch Webseiten lesen werden, sind Artificial Intelligent Engines. Aber keine Personen mehr. Ja. Da müssen nur noch Daten drauf sein, die abgerufen werden. Und ich glaube, da ist das grundsätzliche Missverständnis. Und auch der Chef an sich, ja, sie sagt Schweiz. Ich habe am 20. November, wenn die Stichwahl stattfindet, wahrscheinlich irgendwann um die Uhr, habe ich eine Einladung in die Schweiz. Und zwar als Keynote Speaker in Zürich zu Investoren zu sprechen.
Und die finden das toll, dass ich als Bürgermeister hier antrete, weil politische Verantwortung zu übernehmen ist was absolut Essentielles für jemanden, der in der Wirtschaft schon erfolgreich war und Vorzeigeunternehmer war, schon vor 24 Jahren. Wir waren bei der alten Zuckerfabrik, vielen Dank. Es gibt ja weitere Gelände und auch weitere Gebäude natürlich. Hier wurden ja schon jetzt kreative Ideen auch gedroppt. Frau Krumm, Sie haben ja auch in einem Ihrer Videos deutlich gemacht, dass ein Tourismuskonzept etwas wäre, was Sie sozusagen präferieren würden, das anzunehmen, dort in die Bereiche hineinzugehen. Wie würden Sie sich das vorstellen? Weil das hängt ja letzten Endes eng mit der Wirtschaft zusammen. Ne? Wenn wir mehr Arbeitskräfte hier haben, haben wir auch mehr Menschen, die hier vielleicht herziehen in die Region. Zieht das dann auch Urlauberinnen und Urlauber an? Ja, ich denke, auf jeden Fall, wir vermarkten uns viel zu schlecht. Das heißt, wir greifen gar nicht auf neue Medien zurück, wie zum Beispiel online. Das habe ich noch nie irgendwas in die Richtung gesehen im Bereich Tourismus. Aber auch da können wir Brücken bauen. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Wir haben eine Verbindung hier in Mecklenburg und zwar in die USA zum US County Mecklenburg. Charlotte heißt es ganz genau. Die Prinzessin, oder besser gesagt Herzogin Charlotte, hat den Georg den Dritten geheiratet und im Prinzip ihre Wurzeln in Mecklenburg. Es gibt eine 30-jährige Partnerschaft zwischen der USA und auch Güstrow. Und diese Leute, denen könnten wir eine Identität geben. Mit unserem Dom, mit unserem Schloss. Wir haben alles das, was sie nicht haben. Wir haben Kultur, wir haben Identität. Wir haben im Prinzip genau das, was sie da drüben suchen. Und das könnte zum Beispiel eine interessante Zielgruppe sein, wo wir eine Brücke bauen könnten. Das andere im Bereich Tourismus ist, denke ich, selbstverständlich, was auch die anderen sagen, wäre, wie gesagt, Vermarktung, wir haben eine super Infrastruktur, wir haben See, wir haben die Lage nach Rostock, aber was wir müssen, ist unbedingt Brücken bauen zu anderen Regionen. Da könnte man auch nochmal bezüglich der Innenstadtbelebung sprechen, zum Beispiel ein Museum der modernen Kunst wäre auch noch interessant als Investor für das Postamt. Da könnten wir auch Tourismus mit anziehen, ganz nach dem Vorbild Barbini. Herr Plattner hat das als privater Träger dort in Potsdam zum Beispiel installiert. Und das könnte ich mir auch für Güstrow vorstellen als Idee, als konkrete Idee und nicht nur über den Tourismus zu sprechen und da nur auf das Tourismuskonzept einzugehen. Ich denke, das haben hier auch alle gelesen. Dankeschön. Frau Rosentreter. Genau, Stichwort Tourismuskonzept, das gibt es. Und es ist mittlerweile auch mit Leben gefüllt. Dank der fleißigen Arbeit des Tourismus e.V. Gibt es diesen Maßnahmekatalog, sodass es mit konkreten Maßnahmen untersetzt ist, in deren Abstimmung wir uns jetzt befinden. Das heißt, es ist tatsächlich zu überlegen, welche dieser vielen Maßnahmen, die dort separat aufgeführt sind, mit verschiedenen Wertigkeiten und Wichtigkeiten, dass wir in der Stadtvertretung und Stadtverwaltung zu der schnellstmöglichen Umsetzung von einzelnen Maßnahmen und einer Festlegung der Reihenfolge kommen, um den Tourismus in der Stadt zu fördern und vorwärts zu bringen. Nichtsdestotrotz, Post, ja, da laufen auch Gespräche. Das Postgebäude gehört leider nicht der Stadt, sondern einem Privaten. Und insofern gab es keine Möglichkeit, die Post in der Stadt zu halten an dem Standpunkt. Das ist sehr bedauerlich und wird uns alle, spätestens in der Weihnachtszeit, wird uns das sehr schmerzlich bewusst werden. Wir sind in Gesprächen mit dem Eigentümer des Gebäudes. Er hat die Idee, auf der unteren Ebene einen Einzelhandel unterzubringen und auf der oberen Ebene ein Arztpraxen, könnte er sich vorstellen. Das ist aber leider nicht in unserer Hand. Wir können nur unterstützen und diese Unterstützung haben wir auch zugesagt. Egal, welche Unterstützung er braucht, die wird er bekommen. Wird aber davon abhängen, dass er selbst auch einen Investor findet für dieses Einzelhandelsgebäude im unteren Bereich. Aber vielleicht nochmal als Nachfrage, das Gebäude gehört ja einer Berliner Immobiliengesellschaft. Jetzt wissen wir aus vielen Städten, damit kämpft ja nicht nur Güstrow, dass Leerstand auch oft dadurch entsteht, dass gerade Immobiliengesellschaften, die woanders ansässig sind, Immobilien besitzen. Haben Sie den ernsthaften Eindruck erlangt, dass diese Immobiliengesellschaft sagt, okay, uns ist wirklich
daran gelegen, dieses Gebäude wiederzubeleben oder vielleicht auch als Abschreibungsobjekt zu sagen, wenn ich das Geld, was ich haben möchte, nicht bekomme, dann bleibt es möglicherweise eher ungenutzt? Also das Interessante an der Stelle ist, dass diesem Immobilienunternehmen viele andere Gebäude in der Altstadt auch gehören, die genutzt sind. Und insofern denke ich, hat das Unternehmen wirklich ein spezielles Interesse auch an der Güstrower Altstadt, um die verschiedenen Gebäude untereinander sozusagen nutzbar zu halten. Also wenn es ist nicht auszuschließen, dass sie es lieber stehen lassen, als zu nutzen. Aber in dem Fall glaube ich es wirklich nicht. Wie gesagt, da verschiedene andere Gebäude in der Altstadt auch diesem Unternehmen gehören und ein Interesse daran besteht, die funktionstüchtig zu halten. Dankeschön. Frau Krumm, direkt dazu, aber ganz kurz bitte. Ja, ganz kurz direkt dazu. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Sie es vermieten wollen oder nicht, denn ich habe mit meinem Unternehmen angefragt, direkt die Berliner Firma. Ich hatte Interesse daran, da was zu mieten. Mir wurde nie geantwortet. Herr Straub, Herr Höppner. Also Güstrow ist bekannt weit hinweg dafür die Unfreundlichkeit. Da gibt es genügend Beispiele. Ja, also Tourismuskonzept, wie kann man sowas machen ohne die Schöninsel? Ja? Ich bin noch nicht einmal gefragt worden, das ist so lächerlich. Ja? Also ich verstehe das nicht. Das Hotel auf dem Marktplatz, ja? Ich muss nur 3 Tage durch die Stadt gehen, dann erfahre ich, dass da was weiß ich, ein paar Parkplätze mal hingezaubert werden sollten, dann wäre das Hotel heute noch am Leben. Ich meine, keine Ahnung, also ich verstehe das nicht. Und das ist über weit hin, Architekten, die sind alle, das ist denen allen bekannt. Und die kommen ja auf einen zu und sagen, hier, da gibt es ein Gebäude, mach mal irgendwie ein Hostel oder sowas. Ja, aber mit Güstrow kann man nicht. Das weiß man bis nach Berlin. Sorry, das ist so. Aber Sie möchten ja mit Güstrow, sonst hätten Sie sich ja nicht zur Kandidatur gestellt. Wenn wir nichts ändern können, wenn kein frischer Wind zugelassen ist und ein Mann, der es kann, reinkommt, dann, keine Ahnung, dann müsst ihr machen, was ihr wollt. Herr Höppner. Mal ein bisschen wieder weg von der Polemik, mal wieder zur Sache. Wir haben 2 Gebäude in der Innenstadt. Das ist nicht nur die Post, die in der 1A-Lage sind. Wir haben auch das alte Erbherzog. Das ist vor allen Dingen gefährlich, diese Gebäude leer zu lassen. Wir reden über eine Innenstadtbelebung, wir reden über Tourismus, über Wirtschaftsförderung. Wir wollen den Markt irgendwann wieder ins Leben zurückholen. Wir können diese Gebäude nicht leer stehen lassen. Und es ist meines Erachtens eine ganz klare Aufgabe des Bürgermeisters, dort auch Konzepte zu suchen, wie ich diese Gebäude wieder in die Bewirtschaftung kriege. Für die Post, es ist ja nicht überraschend, dass sie jetzt leer zieht zum November, dass es dort Eigentümer gibt, natürlich, mit denen man in Verhandlungen treten muss, ob man diese Gebäude zurückkaufen kann. Da gibt es sicherlich Möglichkeiten oder da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten. Wir haben ein großes Thema in der Stadt, über das wir hoch und runter reden. Das ist das Thema Sicherheit, Sauberkeit und so weiter und so fort. Warum holen wir dort nicht die Polizei rein? Ich habe eine Polizeistation in der Schweinerstraße oben. Dort habe ich wenig Nutzen. Wir haben nicht mehr die Größe und den Umfang der Polizeistation, wie sie zu damaliger Zeit hatte, wo wir noch eine Hundelaufleine oder Strecke drumherum hatten. Wir haben weniger Gebäude. Wir haben die Möglichkeit, neben der Post verträglich eventuell ein Parkhaus aufzubauen als Idee, weil die Polizei für Großlagen gewisse Flächen zur Verfügung haben muss. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, aber man darf sich auf keinen Fall zurücklehnen und warten, dass irgendjemand anders was macht oder dass es von ganz alleine passiert. Das wird nicht passieren. Herr Spanowski, Sie haben genickt eben, möchten Sie vielleicht was ergänzen? Ja, jetzt hat er mir meine Idee geklaut. Ich wollte warten, aber zu lange gewartet. Das ist so. Wer mich kennt, ich hatte die Idee, die Vision. Man muss die Post nicht lange leer stehen lassen. Man könnte zumindest Teile der Polizei in die Post bringen. Ne? Nur ist das natürlich mit dem Eigentümer so eine Sache. Ne? Aber das war so mein Ding mit Ordnung, Sicherheit. Wir hatten damals eine Polizeiwache im Rathaus. Das wird bei weitem nicht ausreichen, aber die Post wäre schon mal ein guter Standort. Man hat den Hof hinten, da sind einige Möglichkeiten, um da die Fahrzeuge zu lassen. Jetzt alle, dass da alle umziehen, da ist nicht der Platz zu, denke ich mal, von den Fahrzeugen her. Ne? Aber ein Anfang wäre es ein bisschen in Richtung Sicherheit, da was zu machen. Im Tourismus,
muss ich sagen, als Eisenbahner, das beschämt mich ein bisschen, wenn ich den Bahnhof sehe. Und damit muss es eigentlich anfangen. Wenn ich Leute herholen will mit dem Zug, dann muss ich erstmal beim Bahnhof anfangen. Der muss attraktiv werden, wieder sauber werden. Wir wollen nicht mehr Verkehr haben, deshalb Verkehr auf dem Markt. Es ist gut so, dass es jetzt so ist, wie es ist. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, dass da mal Verkehr war auf dem Markt. Aber der gehört da nicht mehr hin. Ja, das dürfen wir auf keinen Fall machen. Mit dem Hotel ist natürlich so eine Sache. Ein Hotel braucht Parkplätze, aber wie gesagt, den Verkehr, den denke ich mal, wollen die meisten nicht in der Stadt haben. Und deshalb sollte man die Leute dann ranholen per Zug. Aber wie gesagt, Voraussetzungen schaffen, dass er zaubert. Dankeschön. Herr Fehnders, Herr Zimmermann, Herr Höppner. Also ich kann jedem nur raten, das Konzept mal zu lesen. Das Tourismuskonzept ist tatsächlich ganz gut. Was da fehlt, sind die Busse, die sozusagen die Touristen in Rostock abholen und dann hier nach Güstrow zur Welle bringen vielleicht. Aber Spaß beiseite. Wichtig ist in jedem Fall, dass wir einfach die Innenstadt mal anders nutzen. Also nicht nur als Gewerbeflächen. Man könnte das Postamt auch als Bürgerbegegnungsstätte nutzen. Wäre tatsächlich eine Sache, das könnte tagsüber tatsächlich für Bürger, ob das für den Tourismus e.V. ist oder für die Bürger ein Treffpunkt, es kann ein Café sein, in dem man vielleicht dann Bücher liest, abends eine Galerie hat. Also das reine, starre Konzept, nur wir brauchen Gewerbeflächen und die müssen wir irgendwie vermieten, das ist nicht Stand der heutigen Technik. Also es ist einfach nicht 21. Jahrhundert. Also man sieht es in der Käse und Kunst, das jetzt neu eröffnet hat, das macht genau das. Das verbindet Kultur und gleichzeitig ja, ein Wirtschaftszweig. Also das ist einfach, ja. Dankeschön. Herr Zimmermann. In der Fragerunde sind jetzt so viele Themen angesprochen. Ich hoffe, ich kriege die zumindest kurz abgearbeitet. Der Tourismuskonzept liegt vor. Wir alle sind Team Güstrow, so sehe ich uns jedenfalls. Sie als Bürger sind interessiert. Ich als Bürgermeister bin auf jeden Fall Team Güstrow und die Bürger und Unternehmer auch. Und auch die in der Tourismusbranche Aktiven. Und die haben Konzepte erarbeitet. Also es gibt ein Tourismuskonzept und die haben Maßnahmenkatalog erarbeitet, wie wir mehr Tourismus in die Stadt bekommen. Den gilt es abzuarbeiten, Punkt. Also da muss ich mir nichts Eigenes ausdenken. Wir haben die Fachleute vor Ort, die Interessierten, die Betroffenen, die Gastronomen, die Hoteliers, die haben was erarbeitet. Lasst uns umsetzen, Team Güstrow, Punkt 1. Das Zweite, die Post, war beim letzten Mal ja schon das Thema, dass man da die Polizeiwache reinholt. Ich glaube, ich hatte schon erwähnt, dass ich bei der Fachhochschule bin, also ein bisschen polizeilicher Bezug ist da. Ich habe den Revierleiter tatsächlich letzte Woche bei der Fußstreife getroffen. Wir haben übrigens mehr Sicherheit durch Fußstreifen, nicht indem da Polizei an einem Gebäude steht. Ne? Also ich glaube nicht, dass ein Krimineller sich vom Gebäude schrecken lässt, sondern eher von den Beamten herumläuft. Nur, dass wir uns nicht missverstehen. Und wenn man sich in der Schwaner Straße das Revier anguckt, das besteht eben aus mehr als nur aus Büroräumen. Da gibt es Gewahrsamszellen, da gibt es Duschen, also Nassräume, Hygieneräume, die sind unter aller Sau, die müssen renoviert werden, das ist kein Thema. Ne? Aber es gibt sie. Und es gibt auch eine Sporthalle, zumindest sollte mal da eine stehen. Und etc. pp., das kriegen wir nicht in die Post, um es mal rein technisch umzusetzen. Also das ist ein Märchen, dass man die Polizeistation in die Innenstadt kriegt. Wir müssen die Polizisten in die Innenstadt kriegen, aber doch nicht die Polizeistation. Unabhängig davon, aber das ist nur suffisant, wenn wir dann die Kriminellen, dann würden wir nämlich die auch in die Innenstadt ziehen, weil sie nämlich in die Gewahrsamzellen dort kommen und dann irgendwann wieder rausgelassen werden, dann rennen die in der Innenstadt rum. Das wollen wir ja auch nicht. Ne? Also insofern ist das Märchen. Café hatten wir schon mal, Begegnungscafé, soweit ich weiß, in der Mühlenstraße war das, also gab es auch schon, wurde schon versucht und ich bin völlig dagegen, es tut mir leid, wenn es einer anders sieht, ich bin nicht dafür, dass die Stadt Gebäude kauft und dann sich eine Idee entwickelt, was man da machen könnte, dafür sind dann eben die Unternehmer da und die Gewerbetreibenden, wir sind dafür da zu fragen, was können wir euch tun, können wir mit irgendwelchen Hilfestellungen arbeiten, schnellere Benehmigungsverfahren, was braucht ihr, sollen wir mit dem Vermieter koordinieren, sprechen, sollen wir euch bei den Mietverträgen mal beraten, zur Seite stehen, weil es vielleicht ein Unternehmen ist, was sich nicht einen Rechtsanwalt leisten kann, der da gleich rüberguckt. Da gibt es so viele Möglichkeiten in der Wirtschaftsförderung. Ich glaube, da haben wir genug Baustellen, da müssen wir nicht noch selber überlegen, welchen Laden wir wo reinmachen. Das ist nicht die statische Aufgabe. Punkt. Herr Höppner? Herr Höppner hat sich schon zu Wort gemeldet gehabt und war angekündigt. Kurz möchte ich bei dir antworten, Sascha. Es ist zum einen rechtlich möglich, zum anderen ist es auch praktisch möglich, das durchzuziehen. Vielleicht kriege ich nicht alle Teile hoch, aber es ist ja genau das Ziel, eben die Präsenz in der Innenstadt zu erhöhen und das schaffe ich eben einfach damit, wenn Beamte dort unterwegs sind.
Ede scheut das Licht, Ede scheut das Personal und das könnte ich damit genau erreichen. Das ist natürlich noch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber zumindest mein Ansatz und möglich ist es auf jeden Fall. Also am Ende zieht er der ein, der am meisten Miete zahlt und dann wird dann auch den Zuschlag bekommen. Und da schlage ich vor, das ist die SPD, weil die gibt am meisten für den Wahlkampf aus und die brauchen eine neue Parteizentrale, wo die Frau Schwesig entgegengenommen werden kann. Ja? Aber jetzt mal weg von der Polemik. Wir haben echt so eine Galeriemeile, ja, und das ist echt schön. Ja? Heute hat zum Beispiel Käse und Kunst aufgemacht. Und das wurde gefördert. 5 Euro für die Quadratmeter, die er anmietet. Das ist ein ganz kleiner Laden und es hat gefehlt. Das Herr ist Straub, super einen schön. Kleinen Moment. Wir kommen gleich zur Innenstadtbelebung. Das, was Sie gerade gesagt haben, hat Herr Fehndes übrigens gerade schon. Entschuldigung, das ist Sie nicht wiederholen fair. Eine Aussage Nein, von Herrn Fehndes. Ich habe Ihnen das ja geschickt, was die Bürger mir als E-Mail geschickt haben, dass Sie jedes Mal mich abwürgen. Ich weiß nicht, warum Sie das jetzt wieder tun. Weil das gerade nicht unser Thema ist und Sie etwas wiederholt haben, was Herr Fehndes bereits gesagt hat. Kunst und Käse. Ach, haben wir gesagt? Oh, Entschuldigung. Dann entschuldige ich mich. An dieser Stelle machen wir einen kurzen Break, dann können wir gedanklich auch alle einmal kurz durchatmen vielleicht. Sie kennen das von der letzten Woche, Sie haben 3 Kärtchen vor sich liegen in 3 Farben, rot, gelb, grün. Und ich verlese Thesen. Wenn Sie dieser These zustimmen, grün. Wenn Sie unentschlossen sind, nehmen Sie die gelbe Karte. Und wenn Sie die These ablehnen, die rote. These Nummer 1. Ich fasse jetzt mal so ein paar Themen zusammen, die wir diskutiert haben. Die Gewerbesteuer und die Pachtzinsen sollen nicht erhöht werden. Herr Spandowski, Sie haben sich für die gelbe Karte entschieden. Können Sie das kurz begründen? Das heißt ja, Sie waren unentschlossen. Ja, das ist immer, wenn ich die Gewerbesteuer erhöhe, ja, dann damit kriege ich keine Leute hier in die Stadt. Ne? Deshalb bin ich da so ein bisschen unentschlossen. Dass sie erhöht werden muss, da geht es nicht dran vorbei, aber moderat, sag ich mal. Ne? Okay, danke schön, Herr Straub. Die Ampel hat so schlecht gewirtschaftet, uns wird nichts anderes übrig bleiben. Das muss hochgehen. Wo soll das Geld denn herkommen? Also, deswegen haben wir auch eine Neubewertung gemacht von all den Gebäuden. Was glaubst du, was als nächstes passiert? Ja, sei doch realistisch. Die haben uns runtergewirtschaftet. Die Parteienlandschaft zerbröselt. These Nummer 2. Die Stadt soll enger mit privaten Immobilieneigentümern kooperieren, um Leerstände zu reduzieren und gegebenenfalls Objekte selbst zu kaufen, um diese günstiger zu vermieten. Kommunismus. Okay, lassen Sie die Karten ruhig mal kurz um. Herr Zimmermann, gelb, Sie haben schon geschmunzelt, als das gegebenenfalls kam. Ja, sonst ist es ja auch langweilig, wenn Sie mir alle die gleiche Farbe zeigen. Der erste Halbsatz war grün, ne? Okay. Enger zusammenarbeiten, selber ankaufen, hatte ich schon gesagt, rot macht in Summe gelb, Punkt. Okay, danke schön. Frau Krumm nickt? Ja, bei mir war es ja ähnlich, ich hatte auch erst die grüne oben, als Sie den ersten Part gesagt haben und dann ging es zu gelb, genau der gleiche Ansatz. Mhm. Frau Rosentreter? Es war auch der zweite Halbsatz, der mich gestört hat. Okay. These Nummer 3. Es bedarf keines weiteren Ausbaus des Tourismus. Wir sollten den Fokus darauf legen, dass die Güstrowerinnen und Güstrower sich wohlfühlen. Genau, lassen Sie es kurz mal oben, dann können wir das einfach, oder zumindest so halb hoch. Ich wiederhole das sonst nochmal, weil ich gerade die Frage aus dem Publikum höre. Es bedarf keines weiteren Ausbaus des Tourismus. Wir sollten den Fokus darauf legen, dass die Güstrowerinnen und Güstrower sich wohlfühlen. Das ist natürlich so ein bisschen so eine Konsequenz dessen, dass, das war ja auch beim Nordkurier schon Thema, so durchschnittlich 2 Übernachtungen. Die Frage ist, wie viel Tourismus ist das Ziel, wissentlich, dass wir halt auch Städte wie Rostock und generell die Ostseeküste in der Umgebung haben, wo die Leute vielleicht eher eine Woche Urlaub machen? Geht es auch um Tagestourismus oder sagen wir, okay, die Stadt Güstrow soll
schön wären, vor allem für die Bürgerinnen und Bürger, die hier leben. Und Tourismus ist jetzt vielleicht eher zweitrangig. So, jetzt haben Sie ja auch sehr unterschiedlich die Karten gezeigt. Herr Zimmermann auf der Seite mit Rot. Ich verstehe den Widerspruch gar nicht. Also man kann auch Güstrow schön machen für die Güstrower und trotzdem mehr Touristen haben. Also vielleicht bedingt das eine sogar das andere, weil die bringen Wirtschaftskraft rein, die können die Lehen beleben, die können Kunst und Käse kaufen, haben wir jetzt gelernt. Ist doch perfekt. Und die Galerien besuchen. Also ich bitte Sie, wir brauchen die Touristen und dann ist es für Güstrow auch schön. Ich habe mal einen gehört, der gesagt hat, wir haben zu viele Touristen. Ich habe nur gefragt, wo. Also mir fällt das nicht auf. Mir auch nicht. Frau Rosentreter hat schon das Mikrofon in der Hand, dann Herr Straub. Also ich bin auch der Meinung, das eine darf das andere nicht ausschließen. Also wir dürfen mit der Förderung des Tourismus nicht die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt außen vor lassen. Es muss für beide lebenswert sein, diese Stadt. Also sowohl für die Einheimischen als auch für die Touristen. Das schließt einander nicht aus. Herr Straub. Also ihr seid bestimmt alle schon nach Venedig, Alicante oder irgendwo hingereist. Das ist da muss man wirklich eingreifen. Aber bei uns, da treten sich doch die Leute die Füße platt. Also sozusagen auf dem offenen Feld sozusagen. Ja, also das ist doch total Quatsch, darüber überhaupt reden zu wollen. Aber die Frage ist komplett irrelevant. Es war keine Frage, es war eine These. Und diese These ist nicht meine Meinung oder Ähnliches. Sie soll nur zur Diskussion anregen und vielleicht Punkte herausfiltern, wo Sie quasi unterschiedlicher Meinung sind und die Wählerinnen und Wähler ein Bild erhalten können. Und Leute, die mehr Geld da lassen, das ist das Einzige. Und deswegen habe ich Surfergnomics vorgeschlagen, weil es sind 77% mehr Ausgaben, wenn einer zum Surfen kommt, weil er dann auch das Carhartt-T-Shirt kauft und danach auch noch an die Kletterwand geht. Weil das können Sie nachlesen. Geben Sie einfach ein. Surf Economics. Das ist weithin bekannt auf der ganzen Welt. Deswegen machen die Leute das. Herr Spanowski, Sie haben das Mikro genommen, bevor ich die nächste These vorlese. Ich hatte das mal, dass Güstrow lebendiger werden muss. Ich hatte es jetzt gerade letzten Sonntag erlebt. Und wenn Touristen herkommen, dann wollen die auch mal einen Kaffee trinken, aber den kriegst du hier am Sonntagnachmittag nur irgendwo. Den kriegt man manchmal selbst am späten Nachmittag schwierig. Nee, bei Hornung, ich habe von 7 bis 11 Uhr sind die Läden auf. Aber wenn ich Touristen habe, die wollen dann nachmittags auch hier mal sitzen. Und ich habe da war mit Freunden hier, die wollten Kaffee trinken. Ich muss nicht sehen, wo ich einen herkriege, aber ich habe keinen gekriegt. Am Bahnhof, ja. Kaffee Delight in der Domstraße, Scheidungskaffee in der Domstraße, mir fallen Kaffees ein. Frau Krumm. Ja, und nicht nur das eine bedingt ja auch das andere. Das heißt, wenn mehr Leute reinkommen, siedeln sich ja auch mehr Geschäfte auf Dauer an. Wenn man sieht, man kann damit Geld verdienen, die Kaufkraft kommt, zum Beispiel durch Tourismus, neue Hotels sind da, neue Ideen sind da. Deswegen müsste man das schon fördern. Wie gesagt, was Herr Zimmermann sagte mit der Kaufkraft, wenn Leute dazukommen, unseren Geschäften geht es besser, die Innenstadt geht es besser. Man hat ein besseres Wohlfühlgefühl, wenn mehr Leute da sind. Das spiegelt sich natürlich auch auf das Sicherheitsgefühl wieder, eine belebte Innenstadt. Und deswegen müssen wir da vorangehen. Und wie gesagt, das ist alles ein Kreis. Neue Geschäfte werden sich ansiedeln, wenn wir auch mehr Leute reinholen in die Stadt. Okay, danke schön. Dann nehme ich das mal als Überleitung tatsächlich, weil wenn wir von Tourismus sprechen, wenn wir von mehr auch Geschäften in der Innenstadt sprechen, mehr Kaufkraft, dann stellt sich ja auch die Frage, wie bringt man seine Einkäufe nach Hause? Und dann kommt ja das Thema Parkplätze. Und wie teuer machen wir die möglicherweise oder auch nicht? Es gibt von der Stadt das Parkraumbewirtschaftungskonzept mit drei verschiedenen Szenarien, ist Ihnen sicherlich bekannt. Wie sieht es denn aus, wenn wir auch über Nachhaltigkeit, Zukunftsentwicklung sprechen, Autos eher aus der Innenstadt raus, am Rand? Wie sehen Sie das? Welches der Szenarien, die in der Parkraumbewirtschaftung vorgeschlagen sind, würden Sie präferieren? Ja. Ja, also ich habe ein Elektroauto, ich habe heute geparkt. Es ist unmöglich, an der Elektrosäule zu laden. Ja, ich habe darüber ein Video gemacht und auch dem Jonas Grasshoff geschickt. Das kostet 79 Cent. Ich habe noch nie in Deutschland eine Elektroladesäule gefunden, die so viel kostet wie in Güstrow. Und es ist unbenutzbar. Also da muss man Fax schicken, wahrscheinlich so ein Stadtwerken, das die angeht. Aber die wollten das so eine SMS. Ja. Der Barcode geht auf die Website der Stadt Güstrow. Ich habe gedacht, ich verzweifle, ja. Mein Elektroauto ist bis heute nicht geladen, es steht da draußen. Und ehrlich gesagt, der Parkplatz ist komplett ausreichend. Da bin ich nach hochgelaufen, durch die Stadt gelaufen, das sind nicht keine weiten Wege. Ja. Aber also ich verstehe die Welt da nicht. Also ich muss ehrlich sagen, baut diese Parkplätze aus, die Elektromobilität kommt. Ja. Also, und wem sagen Sie das jetzt gerade? Sie haben gesagt, baut.
baut diese Elektromobilitätsparkplätze aus? Die Stadtwerke. Die Stadtwerke, es gab ein Förderprogramm zum Beispiel, da hat sich die Stadt nicht beworben. Ich wollte einen an der Schöninsel haben, das ist immer noch nicht gebaut, da ist ein Travo. Wir brauchen massiven Ausbau dieser Sachen. Ja? Und die Stadtwerke müssen auch günstigen Strom für euch Bürger anbieten und nicht einfach euch einfach die ganze Zeit abzocken. Weil das ist das, was das nämlich ist. Abzocken. Herr Zimmermann. Und die Kompetenz ist auch nicht da. Herr Straub, jetzt bleiben wir erstmal bei den Parkplätzen. Herr Gut, Zimmermann. Da wird der Höppner bestimmt gleich noch was sagen. Es ging ja um Parkplätze. Ne? Also danke. Ich komme mal dahin. Danke. Wir haben Parkplätze aus meiner Sicht deutlich zu wenig. Am Schlossberg ist immer Druck, weil da parken auch die Schüler der Fachhochschule, die Anwärter. Und wo sollen sie sonst auch hin? Ne? Ansonsten in der Weinbergstraße, alles ist verstopft. Man kommt da nicht zu Potte, weil das Land will kein Parkhaus offensichtlich bauen auf dem Gelände der FH. Das ist also Dauerdiskurs, schafft mehr Parkplätze, um den Druck rauszunehmen. Dann parken dort die Schüler vom Gymnasium, jedenfalls die, die schon fahren dürfen. Und dann parken auch da die Mitarbeiter des Landkreises. So, auf gut Deutsch, wir haben Parkdruck. Ja, wir können uns alle wünschen, dass wir in einer autofreien Zone leben und alle irgendwo hinlaufen können. Ich denke an die Menschen mit körperlichen Benachteiligungen. Ich denke an die Vergreisung der Gesellschaft. Also wir haben immer mehr ältere Personen. Die müssen in die Innenstadt kommen mit dem Auto. Das muss möglich sein. Ansonsten brauchen wir uns über Kaufkraft in der Stadt gar nicht mehr unterhalten. Das muss möglich sein. Aus meiner Sicht, Umland sowieso, genau. Und aus meiner Sicht sollte man jetzt tatsächlich mal Butter bei die Fische packen. Wir brauchen erstens ein Parkleitsystem, Punkt 1. Was aber nur Mängel bewirtschaftet, aber ich kenne das ja aus Rostock, da sieht man zumindest, wo man hinfährt. Als Tourist ist man hier heillos aufgeschmissen, auch mit diesem ganzen Einbahnstraßensystem. Wenn am Schlossberg vorbei ist, findet man sich irgendwann wieder am Schlossberg und keine Ahnung oder weiß gar nicht mehr, wo man ist. Und das Zweite ist dann eine Parkpalette, also ich rede nicht gleich vom Haus, sondern von so einer Doppelpalette oder drei Etagen, fällt mir ein, hinten an der Bleiche. Da könnte man drüber nachdenken, aus meiner Sicht. Und ja, dann kostet das auch Geld. Aber auch in Rostock ist man bereit, in der August-Bebel-Straße zu bezahlen, dafür, dass man dann innenstadtnah parken kann. Und dann kann man eher überlegen, ob man im innenstädtischen Bereich, nicht gegen Geld, sondern mit einer Brötchentaste, also mit einer Beschränkung der Parkzeit arbeitet. Das heißt, der, der nicht mobil ist, fährt dahin. Möglicherweise gibt es da noch mehr Behindertenparkplätze, barrierefreie Parkplätze, wo man sagt, Ältere mit einem Behindertenausweis oder Schwerbehindertenausweis können auf jeden Fall da parken. Also wir müssen gucken, dass wir... Weil es bringt nichts, das Auto zu verfluchen. Wir haben es, wir brauchen es auch aus der Umgebung. Und wenn ich an die ganzen Älteren auf den Dörfern denke, ist das das letzte Stück Individualität, die die noch haben. Und die wollen auch nach Güstrow kommen, hier einkaufen und das sollte ermöglicht werden. Jetzt hat mir nur noch niemand auf meine Frage geantwortet, welche der drei Szenarien aus dem Parkraumbewirtschaftungskonzept denn jetzt forciert werden. Das Parkhaus steht da gar nicht mehr mit drin, sondern wir brauchen Entgelt und ein Parkhaus, aber das kostet dann eben das Gleiche. Wir haben die Diskussion ja in der Stadtvertretung gehabt, das muss man deutlich sagen. Schlossparkplatz, verschönern, verbessern, pflastern, aber dann kostet es Geld. Geld ist wieder keiner bereit zu bezahlen. Doch, parken muss dann noch was kosten, dann ist das so. Und dafür hat man dann Parkplätze, die auch beim Schlossberg, wer sich da nicht auskennt, an der falschen Stelle parkt und dann regnet es und er kommt wieder, dann steht er bis hier im Wasser. Also insofern, es muss was gemacht werden, aber es kostet Geld und wer es dann nutzt, muss dafür bezahlen, so einfach ist das. Eher der Vorschlag des Szenarios 2 Euro Tagessatz für Pendler oder Szenario 1 Euro Tagessatz für Pendler oder sagen Sie es eigentlich auch egal? Und dann eher 2 Euro, aber jetzt um die Euro zu gehen, wir müssen ja dann durchkalkulieren, wenn wir es verbessern. Also da muss die Kalkulation nochmal gemacht werden und das weiß ich, dass in der Verwaltung da gute Konzepte vorliegen und dass sie verschiedene Rechenmodelle haben, das müssen wir einfach nochmal anfassen, da muss man ehrlich sein. Es ist natürlich ein riesiges Thema, weil in Güstrow, Sie haben es angesprochen, egal ob Fachhochschule, egal ob die anderen Schulen, sicherlich auch einige in der Verwaltung, beim Landkreis, es gibt sehr, sehr viele Pendlerinnen und Pendler und dann kann man natürlich sagen, 2 Euro für einen Tagessatz oder ich sag mal, auch wer jetzt irgendwie mehrere Stunden in Güstrow verbringt, dann ist das kein Problem, wenn man sich das aufs Jahr hochrechnet, ist das natürlich schon eine Summe, wo man sagen kann, vielleicht findet man sogar ortsnäher, wo die Personen wohnhaft sind, dann möglicherweise auch arbeiten. Also es ist in einigen Bereichen ein Thema. Frau Rosentreter hatte sich schon gemeldet. Genau. Also ich bin ganz klar für ausreichend Parkplätze an der Peripherie der Altstadt. Also nicht die Autos in die Altstadt, sondern um die Altstadt drumherum, so wie wir es jetzt haben. Sie müssen dann nur in ausreichender Zahl tatsächlich für die Pendler auch vorhanden sein und müssen dann natürlich, wenn eine Parkpalette meinetwegen am Paradiesweg oder am Platz an der Bleiche gebaut wird, dann müssen sie auch entsprechend vergütet werden, die Parkplätze. Dann hat man auch keine Schlaglöcher mehr.
Genau. Insofern zahlt man dann vielleicht gerne. Für die Innenstadt bin ich ganz klar nur für Kurzzeitparkplätze, dass man halbe Stunde, Stunde, je nachdem, also je dichter in die Innenstadt man mit dem Auto hineinfährt, umso kürzer sollte die Zeit sein, die man parken darf. Je weiter man sich nach außen zu den Parkplätzen hin bewegt, umso länger kann man dann parken. So würde ich das abstufen, dass man sich als Autofahrer auch bewusst ist, dass ich dem Zentrum mich nähere und dass da ein großer Umschlag ist, dass immer regelmäßig die Parkplätze neu belegt werden können und der Parkplatzsuchende auch die gute Chance hat, dann einen Parkplatz zu finden, wenn ich zum Beispiel nur eine halbe Stunde parken kann, direkt an der Kirche. Herr Straub? Ja, also ich bin da ein bisschen, ich glaube, Innenstädte mit Autos sind nicht lebenswert, ja. Aber nochmal der Punkt zurück zu dem Hotel. Wenn dann 100 Hotelgäste kommen und an und ihre Koffer da ausladen, ja, und da war kein Rodell möglich, ja. Das ist doch, wenn der 150 Euro da lässt, dann warum hat man das nicht gerettet, das Best Western in der Mitte? Das ist Nummer eins. Zwei, wir sind echt eine kleine Stadt und ich finde, man könnte euch schon alle dazu bewegen, ein bisschen mehr mit dem Fahrrad zu fahren. Also ich liebe das selbst, machst eine zwei Satteltaschen hinten drauf, fährst zum Aldi und packst deine Sachen ein und fährst wieder zurück. Ich muss das sowieso machen, weil ich nicht mehr über die Brücke kann, ja, und mach das immer mit dem Fahrrad, ja. Aber guck mal, mit dem Fahrrad fährst du bis vor die Haustür, dann legst du die Tasche ab und so weiter. Und dann ist die Innenstadt auch viel liebenswerter. Aber die Leute, die natürlich pendeln von außen und reinkommen, klar, ich meine, die müssen einen Parkplatz finden, ganz klar. Der muss da hinfahren können, weil wir sind ein ländlicher Raum. Ja. Aber jetzt mache ich mal eine Vision auf, und zwar folgende. Irgendwann wird das auch alles verschwinden, weil wir werden elektrische Fluggeräte bekommen, die so günstig fliegen. Die sind schon im Bau. Ja, die sind schon im Bau. Und dann werden wir diesen ländlichen Raum auch ganz anders verbinden können. Und deswegen haben wir nämlich einen sehr hohen Mehrwert. Das ist unser Flugplatz. Und da sollte man nämlich auch irgendwas tun, dass wir das nutzen können, weil das wird kommen das ist in den nächsten 20 Jahren, in eurer Lebenszeit. Der gehört nicht. Sie meinen den Segelflugplatz. Oh. Der Segelflugplatz muss mit sehr viel Bedacht ausgebaut werden. Und da müssen wir auch gucken, dass wir vielleicht dann dort auch ein Unternehmen hinbekommen. Ich habe schon mal Unternehmer hierher geholt und die eingeladen zu mir. Und wir haben im Sommer auch ein paar Tage verbracht und darüber philosophiert, wie man das machen könnte. Und ich habe auch mit den Jungs am Segelplatz schon gesprochen, weil das sind echt super fitte Jungs, die da sind. Ja? Die sind gut drauf. Und die sind verdammt, ja, und die Frauen, ja, das ist vielleicht unsere nächste Weltraumpilotin drunter, weil die haben echt große Ambitionen, ja, die Töchter von einigen dieser fantastischen Piloten, die dort fliegen. Wir haben Superpiloten übrigens. Dankeschön. Ich würde gerne nochmal zu dem Thema mit den Parkplätzen und der Innenstadt zurück. Frau Krumm, möchte mich da mal tatsächlich kurz an Sie wenden als Unternehmerin, Entschuldigung, der Stadt. Kurzzeitparken, relativ zentrumsnah, wie schätzen Sie das ein? Ist das eher geschäftsschädigend? Ich sag mal jetzt auch für ein Tattoo braucht man ein bisschen länger. Geht man weitere Wege? Okay, aber glauben Sie, da würden auch in anderen Bereichen im Einzelhandel möglicherweise Kaufkraft zurückgehen? Ich meine, der Vorteil sind ja immer noch die Drogerien, ne? Die ja Personen in die Innenstadt ziehen, das muss man so sagen. Aber wie schätzen Sie das ein? Also erstmal, meinem Unternehmen liege ich leider nicht in der Innenstadt. Ich habe eigene Parkplätze vor der Haustür. Daher bin ich von dem Problem mit meinem Unternehmen zumindest nicht betroffen. Nein, aber ich sehe ja schon die Unternehmen aus in der Altstadt, von denen Sie gesprochen haben. Genau, und daher bin ich tatsächlich nicht nur für Kurzzeitparken. Was bedeutet Kurzzeitparken? Viertelstunde, 30 Minuten. Ich finde, es sollte schon eine Stunde, eineinhalb Stunden, zwei Stunden sein. Gerade jetzt im Moment noch würde ich es nicht umstellen, weil wir sind wirtschaftsschwach. Sie können uns freuen, wenn Leute in die Innenstadt kommen. Und da sollte man keine Einschränkungen bezüglich den Autos machen im Moment. Was man später nachher macht, wenn wirklich mehr los ist, alles mehr belebt ist, ob man da wirklich auf Kurzzeitparken geht, das kann man sich dann natürlich überlegen und auch in Absprache mit den Unternehmen dann beraten. Aber im Moment bin ich nicht dafür, fürs Kurzzeitparken. Dankeschön, Herr Finders. Ja, weil wir gerade bei Vision waren, ich glaube, vor der Flugversion kommt die Vision, dass die Autos selber fahren. Ich glaube, da müssen wir uns gar nicht um Parkplätze Sorgen machen, weil die parken dann selber oder noch besser, das ist eine Carsharing-Modelle, das heißt nämlich, dass sich mehrere Personen ein Auto teilen. Ich glaube, vielleicht ist das gar nicht so ein Riesenproblem, was wir denken. Das passiert in den USA ja jetzt schon. Also die USA, die sind da ja Vorreiter, muss man ganz ehrlich sagen. Herr Höppner, vielleicht noch? Sie haben sich jetzt sehr zurückgehalten. Ist eine Position Ihrerseits diesbezüglich dabei? Also wir haben das Parkraumbewirtschaftungskonzept. Das ist ein offener Prozess, das ist nicht geschlossen. Das wird auch weiterentwickelt.
Das wird auch immer weiter gedacht. Natürlich müssen wir für Pendler gesonderte Möglichkeiten bieten, weil die sind nun mal da und wir können dort nicht mit den gleichen Preisen rangehen wie für Güstrower. Des Weiteren haben wir sicherlich noch Möglichkeiten, gerade an der Liebnisbrücke Mühlentor noch ein Parkhaus zu bauen. Das ist außerhalb der Stadt. Das verschandelt nicht das Ansehen der Innenstadt oder das Aussehen der Innenstadt. Also da haben wir genug Möglichkeiten, um auch nicht zu viele Parkplätze aufzubauen. Wir haben am Schlosspark den Parkplatz, der, ich glaube, das ist noch mehr derselbe wie zu DDR-Zeiten. Da hat sich, glaube ich, nicht viel geändert. Das ist noch die gleiche Ich habe sie schon lange gesehen. Alles gut. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, bevor jetzt wieder es in Richtung Stadtwerke geht. Ich gebe lieber an Staub weiter. Danke, Herr Höppner. Herzlich willkommen. Herr Fender hat was sehr Wichtiges gesagt. Ich glaube wirklich, dass man überdenken muss, wie lange so ein Parkhaus dauert, bis es gebaut ist und wie schnell sich die Technologie verändert. Weil ich glaube, jeder, der diese Cybertaxi-Präsentation gesehen hat, die der Elon Musk gemacht hat, der hat gesagt, in L.A. wird es überall um diesen ganzen Stadion überhaupt keine Parkplätze mehr geben. Überhaupt total ich meine, der übertreibt ein bisschen, ja. Aber dumm ist das nicht. Wir werden, glaube ich, eine wesentlich schönere Innenstadt mit viel mehr Grün und wesentlich weniger Parkplätzen sehen, wenn wir wirklich alle zusammen so zu zehnt ein so ein Vehikel teilen. Ja? Und warum wollen wir denn so ein Vehikel? Wir brauchen eins, um in Urlaub zu fahren, aber dann kommt das Fluggerät. Das ist auch wahrscheinlich günstig, wenn wir günstigen Strom haben. Aber guck mal, da muss man wirklich ein bisschen nachdenken. Wie lange dauert das und wie entwickelt sich die Technologie? Und das ist, glaube ich, das, was fehlt. Aber wir sind jetzt der harte Kern. Also es wird schon langsam richtig heiß und gut, würde ich sagen. Wir kommen schon langsam zu guten Punkten. Also den Faco vielleicht wählen. Ja, liebe Wählerinnen und Wähler, ich bin eine Freundin tatsächlich von Visionen, weil ich glaube, man braucht sie, um zumindest in die richtige Richtung zu gehen und vielleicht dann auch einige davon zu erreichen, wenn auch vielleicht nicht so, wie man sich die vorgestellt hat. Andererseits geht eine Legislaturperiode auch nur 7 Jahre. Für einige Visionen braucht es möglicherweise eine ganze Ära erneut. Und mir fiel gerade das Zitat ein, Sie kennen das auch alle vermutlich, selten wird so viel gelogen wie vor einer Wahl. Ja? Alles erlaubt im Wahlkampf, um die Gunst der Wählerinnen und Wähler für sich zu gewinnen. Und ich denke, nach einer Stunde und gut 40 Minuten ist jetzt auch die Zeit, zu einem letzten Satz Anfang zu kommen, den Sie beenden dürfen, bevor wir in eine Pause gehen. Und zwar möchte ich Sie bitten, nun am Ende den Satz zu vollenden. Und ich würde Herrn Fehnders bitten, anzufangen. Meine erste Amtshandlung als in Ihrem Fall Bürgermeister oder beziehungsweise Bürgermeisterin bei einigen anderen wäre? Meine erste Amtshandlung wäre tatsächlich Bestandsaufnahme, Prozessoptimierung und schauen, was wir in der Verwaltung haben und was wir verbessern können. Dankeschön. Herr Höppner. Meine erste Amtshandlung wäre tatsächlich, die Mitarbeiter der Stadtverwaltung zusammenzuholen und dort meine Ziele und meine Vision mit diesen Mitarbeitern zu teilen. Ja, meine erste Amtshandlung wäre ebenfalls, die Mitarbeiter kennenzulernen, zu schauen, wie Prozesse und Organisationen sind, wo man da etwas auch optimieren kann, weil als Bürgermeister ist man ja schließlich auch der Leiter der Verwaltung und die Mitarbeiter sind nicht zu unterschätzen. Frau Rosentreter. Da ich die Stadtverwaltung und ihre Mitarbeiter sehr gut kenne, wäre meine erste Amtshandlung, die Fraktionsvorsitzenden einzuladen, um zu einem gemeinsamen Miteinander im Interesse der Stadt zu kommen und gemeinsame Ziele zu vereinbaren. Dankeschön. Herr Spanowski. Ja, natürlich müsste ich jetzt erstmal, Sie kennen die schon, die Mitarbeiter, ich müsste die erstmal kennenlernen, aber vielleicht ein Punkt, seit 16.09. ist wieder im Bürgerbüro ohne Termin der Zugang am Montag. Und da würde ich vielleicht noch einen drauflegen. Das sind ja Zeiten oder Sachen aus Corona-Zeiten, dass man da mit Anmeldung hin konnte. Und das vielleicht jetzt nochmal um einen Tag schon mal zu erweitern. Es gibt ja die sogenannten Behördentage, Dienstag, Donnerstag, dass man einen Tag davon nutzt. Dankeschön. Also bei mir wäre es der Grundstein für eine vertrauensvolle und offene Zusammenarbeit mit den Bürgern zu finden. Dankeschön. Herr Zimmermann.
Nach dem obligatorischen Mitarbeiterfrühstück, um die alle kennenzulernen, würde ich mir als erstes Listen zuarbeiten lassen mit allen Vereinen, die es hier gibt und Adressen, Kontaktdaten, allen Unternehmern, die es hier gibt mit Adressen und Kontaktdaten, um mit denen so schnell wie möglich ins Gespräch zu kommen, was wir als Stadt noch alles brauchen und hier in den ganzen Gesprächen vergessen haben oder nicht abgefragt haben. Vielen Dank. Liebe Gäste hier im Studio, wir werden nun eine 15-minütige Pause einlegen. In dieser Pause haben Sie nicht nur Zeit, sich ein leckeres Getränk zu holen und sich auszutauschen, auch über das, was Sie gehört haben, sondern Sie können gerne auch Ihre Fragen notieren. Es gab am Eingang schon Zettel und Sie werden hier auch auf den Tischen welche finden. Die gestellten oder geschriebenen Fragen können Sie dann gerne am Pult dort abgeben. Wir werden die dann anonymisiert den Kandidatinnen und Kandidaten stellen. Und nach der Fragerunde wird es auch nochmal die Möglichkeit geben, dass Sie sich per Handzeichen melden und Ihre Kandidatinnen und Kandidaten persönlich etwas fragen können. Es gibt zwei klare Bedingungen. Sie formulieren bitte unbedingt eine Frage, sowohl schriftlich als auch mündlich. Das heißt bitte keine langen Monologe und Erklärungen und Meinungsbekundungen. Und zweitens, Sie nennen eine bis maximal zwei Personen, an die diese Frage gerichtet wird. Ja, dann können wir einfach mehr Fragen entsprechend auch beantworten. Ich wünsche Ihnen eine schöne Pause. Wir sehen uns um 21 Uhr wieder in 15 Minuten. Bis dahin und dann hören wir Ihre Fragen.